Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wasteland 3. Das hier ist wieder eine live mit Live-Publikum auf Twitch aufgenommene Folge. Das heißt quasi ein Livestream mit Live-Publikum live und direkt. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich manchmal Fragen aus dem Chat beantworte oder so. Genau, also wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, meine ich. Die letzten 5 Folgen auf Wasteland, ich habe das leider erst ziemlich spät gemerkt, sorry dafür, waren Wiederholungen, versehentlicherweise. Ich wollte das nicht. Ich habe das wirklich, ich habe, glaube ich, anscheinend irgendwie ein Stream doppelt verarbeitet oder so zu Folgen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf jeden Fall habe ich ein paar Folgen doppelt hochgeladen. Und deswegen haben wir quasi ja 5 Folgen nachzuholen, die es ja quasi nie gab. Deswegen ist heute extra super duper XXL lang und so. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir an. Hey Desert Railgun und hey T-Bone, dankeschön für die Bits. Cool. So, Wasteland 3. Jetzt müssen wir uns fast erstmal nochmal wieder einen Überblick über unser Team verschaffen, weil ich habe keinen mehr, also Überblick. Und ich finde es jetzt schon wieder geil. Abraxe, die blutrote Ziege mit dem neuen Elektro-Raketenwerfer-Dingens. Es ist einfach, das ist, ne, das fehlt mir in den neuen Fallout-Teilen. Also schon seit Fallout 3, das gehört für mich. Die Jüngeren unter euch werden jetzt irgendwie verwundert in den Kalender gucken. Für mich ist Fallout 3 ein neues Fallout-Spiel. Ich weiß, es ist verwirrend. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wann das erschienen ist. Weil da haut es einem manchmal das Alter ordentlich um die Ohren, wenn man guckt, wie alt so Spiele eigentlich schon sind. Fallout 3 Release. Bam. Das ist 2008 veröffentlicht worden. Das ist wirklich noch nicht so lange her. 13 Jahre. Das ist neu. Was 13 Jahre alt ist, ist neu. Quasi noch nicht mal volljährig. Okay, also, dann haben wir hier Idolim. Das ist so super, dass der so klein ist, dass man im Grunde überhaupt nicht mal, ich meine, guckt euch das an. Ich finde es super. Dann haben wir Basti mit seiner interessanten Dildo-Mütze. Unser Scharfschütze. Schwerer Kanonier, Schlosser. Ich glaube, das sehe ich zum ersten Mal, dass da wirklich beim Level so ein Titel dabei steht, so ein Rang. Also so eine Kategorie. Nee, wie würde man das denn nennen? Eine Jobbeschreibung. Der schwere Kanonier, der Schlosser, Scharfschütze. Fallen Crusader ist Erfinder, ja, mit coolen Science-Fiction-Waffen, auf die bin ich schon sehr gespannt. Ich meine, den gefrorenen Wieselwerfer durften wir schon, den Frettchenwerfer durften wir schon in Aktion sehen. Und den Verschweißer, den haben wir, glaube ich, gerade erst bekommen, oder? Ah ja, dann haben wir hier den Marshal No, unseren Story-Charakter, unseren ersten Begleiter. Und die Lucia Wesson, unseren zweiten Begleiter. Warum habe ich da absichtlich keinen Helm aufgesetzt? Also, dass man den nicht sieht? Sichtbarkeit? Vielleicht, damit ich sie erkenne. Damit ich weiß, wer sie ist. Naja, mit ihrem auffälligen Hut. Das ist was Besonderes. Das lassen wir ihr mal. Würde ich sagen. Okay, jetzt passt mal auf. Idolim hat ein Level abbekommen, das wir noch gar nicht verteilt haben. Wir haben einen Punkt, den können wir jetzt irgendwo reinstecken. Und ich würde fast sagen Geschwindigkeit. Nahkämpfer brauchen Geschwindigkeit. Hat schon meine Oma immer gesagt. Bur, wenn du Nahkämpfer werden magst, dann musst du schnell sein. Hat sie gesagt. Oder so ähnlich. So. Nicht stimmt. Hier wurde mir gar kein Ausrufezeichen bei Fertigkeiten angezeigt, aber da haben wir auch einen Punkt. Ach so, aber der eine Punkt ist zu wenig für die Kategorien, die mich interessieren. Deswegen sparen wir den. Und einen Vorteil dürfen wir uns aussuchen. Was ist denn der nächste Nahkampfvorteil? Betäubungsschlag. Wenn du einen Kerl die Luft rausschlägst, ist es egal, welche tolle Waffe er dabei hat. Ein gezielter, stumpfer Angriff, der das Ziel betäubt.
Ach so, okay. Aber über minus 15% Trefferschuss verfügt. Eingefrorene Gegner erleiden zusätzlich 100% Schaden. Ja, kann man machen. Toasterreparatur. Toasterreparatur ist das, was wir wirklich bräuchten. Aber ich wollte gerade sagen, ist denn... Nee, jetzt habe ich Fehler gemacht. Schreckliche Fehler. Genau, das wollte ich gucken. Ja, genau, Toasterreparatur bräuchten wir nämlich jetzt. Verdammt. Na gut, was bringt denn das erste Toasterreparatur-Perk-Bonus-Ding? Die Reparatur eines Toasters, das ist wie das Zusammensetzen eines Gegenstands der Vorkriegswelt. Durch die Reparatur von kaputten Toastern erhält man jetzt Bonusbeute. Toaster reparieren, da kann man nicht überschätzen in diesem Spiel oder in den Wasteland-Spielen überhaupt. Natürlich wird Idolem zum Toaster-Profi. Sehr gut. Okay, dann schauen wir noch unseren Marshall No. Schauen wir uns noch an, was kann der hier noch lernen? Automatische Waffen. Gegner haben 40% weniger Deckungsvorteile, wenn sie angegriffen werden. Das klingt gut. Ach so, aber wir können hier tatsächlich schon andere Sachen nehmen. Man muss die nicht der Reihe nach nehmen, wenn man schon hoch genug ist anscheinend vom Level her. Einige sagen, die bevorzugte... Nee, warte mal, ist egal. Einfach draufhalten, kostet 5 AP, zerreißt einen Gegner mit doppelt so viel Maschinengewehrkugeln, verglichen mit normalen Angriffen, hat aber 25% weniger Trefferchance. Erhalte plus 15% Schaden mit Maschinenpistolen, solange du nicht in Deckung bist. Ich glaube, ich nehme mal hier. 40% weniger Deckungsvorteil für Gegner ist gut. Da kann man nichts sagen. Oh ja. Ja, gut. Arschkriecher könnten wir auch brauchen. Ach nee, warte mal. Basti ist schon viel besserer Arschkriecher. Okay, da muss das Marshall Now hier nicht lernen. Aber hinterhältiger Scheiß wäre schon auch interessant. Wir könnten, glaube ich. Nee, können wir nicht. Wenn ich ihm noch mehr automatische Waffen gebe. Nee, dann gehen wir jetzt mal auf hinterhältigen Scheiß. Können wir sogar 2 Punkte nehmen? Ja, dann. Hinterhältiger Scheiß, 2 Stufen. Cool. So wird der hinterhältige Scheiß schnell zum geilen Scheiß. Attribute würde ich sagen: mehr Koordination, mehr Aktionspunkte. Immer gut, Änderung übernehmen. Bist du sicher, dass du alle unbestätigten Änderungen zurücknehmen? Warte mal, warte mal, warte mal. Was? Da steht Änderungen zurücknehmen und nein. Ich will sie nicht zurücknehmen. Bestätigt will ich sie haben. Puh. So, kann jetzt jemand diesen Toaster reparieren? Das ist die große Frage. Moment, haben wir den Toaster beim letzten Mal schon repariert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Toaster wird mir nicht mehr angezeigt. Dann haben wir den wahrscheinlich schon repariert. Dammit. Weiß es gar nicht mehr. So, haben wir hier auch schon ordentlich geplündert? Ich glaube nämlich eigentlich noch nicht. Laborkittel und Energiezelle. Nochmal Laborkittel und Energiezelle. Okay. Reden mit dem Computer. Auf dem Schreibtisch findest du eine chaotische Mischung aus alten Punktmatrix-Ausdrücken, wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern mit Eselsohren. Notizen sind in einer wilden kindlichen Schrift darauf gekritzelt. Ein Computer wartet auf deinen Tastendruck. Experiment beginnen. Der Computer reagiert sofort mit fetten, blinkenden Text. Kein Objekt auf primärer oder sekundären Sensor gefunden. Haben wir das schon gemacht? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ich dachte, ja, wir haben da gekämpft und da müssen wir jetzt das und hier und dann noch looten und den Toaster reparieren. Das hatte ich noch so im Kopf, dass ich den Kampf noch beendet habe, aber sonst eigentlich nichts. Aber jetzt bin ich mir unsicher. Niemand kann den Safe knacken. Das macht mich traurig. Okay. Wie? Ah ja, wartet mal.
So, du bleibst auf dem Schalter stehen. Du bleibst auf dem Schalter stehen. Und du gehst nochmal an den Computer. Dann gucken wir mal. Experiment beginnen. Oh oh, irgendwas ist passiert. Der Computer analysiert beides und dann mein Bildschirm ausgefüllt. Kleiner Thermodrucker spuckt Unmengen Papier mit Informationen aus. Der Text ist voll mit langweiliger Fachsprache, Diagrammen, Grafiken, kryptischen, elektrischen und anatomischen Diagrammen sowie einigen gedruckten Nachschlagewerken und Notizen. Die Titel der Lehrbücher stechen hervor. Klonen in unserer Zeit. Traum oder Wirklichkeit. Robotik, Kybernetik und Klonen. Die Zukunft ist jetzt. Klontheorie und Praxis. Ewiges Leben, TM, Businessbroschüre. Ein neues Du. Die Liste geht weiter, aber eine Sache bleibt gleich. Der Name auf jeder Titelseite. Professor Dr. Urban John Finster. Aha, wir haben gerade herausgefunden, was er versteckt. Irwin mit dem... Aber ich habe Irwin doch... Habe ich nicht alle... Vielleicht habe ich nie den... Hi, Abraxe! Hallo, wie geht's? Vielleicht haben wir den Originaldoktor ja noch gar nicht gefunden. Vielleicht waren hier alle Klone. Das könnte sein. Vielleicht waren hier alle Klone. Jeder Ranger kennt den Namen Irwin John Finster, Direktor des berüchtigten Projekts Darwin und ein alter Freund der Desert Ranger. Rosie Meter. Ach so, Rosies Meter. Earth. Wird einiges erklären müssen. Okay, und das ist aber nicht der, den wir jetzt getötet haben, oder? Oder wie? Oder doch? Das weiß ich jetzt nicht. Was ist denn jetzt hier mit ihr? Was hat denn sie? Sie ist vergiftet oder so. Oder so, ja, genau. Oder so, wer weiß. Na, die wird überleben. Hoffe ich. Wer weiß. Mir geht's auch ganz gut, dankeschön. Alles okay soweit. Der Clown-Guide zum Schminken, Make-up und LSD. Der Verkaufsschlager des Jahres 1984. Jetzt kannst du auch wie ein Clown aussehen. 10 Konfetti-Granaten. Okay. Diese Granate, die bauen. Dankeschön für die Bits. Nice, dankeschön. Diese Granate sieht in keinerlei Hinsicht ungewöhnlich aus, explodiert aber in einen Konfettiregen. Ein harmloser Streich mit Herzinfarktpotenzial. Vom Herzinfarktpotenzial einmal abgesehen. Harmloser Konfettiregen. Ja, okay, gut. Warum nicht? Munition, Geld und Zähne. Menschliche Zähne. Aha. Munition. Rakete! Ich meine, Rakete ist auch Munition, ne? Wenn ich das jetzt anmache, geht dann da hinten das Geschütz an? Ne, das Geschütz existiert nicht mehr. Ah, niemand kann den Safe knacken. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Abraxe, danke fürs Abonnieren! Yippee! Da fliegen die Bits wieder aus dem Glas. Die Klonmaschine. Ich kann mit der reden. Also, was heißt aber interagieren, ne? Reden ist in dem Spiel der Überbegriff für Untersuchen und Anschauen und alles und Tippen. Die Anzeige und Grafiken sind auf Null, da die Klone tot sind. Mit Fachwissen und den richtigen Ressourcen könnte es möglicherweise sein, mehr zu machen. Könnte es möglicherweise möglich sein. Könnte es weislicherweise... Weißlich sein. Na schön, ich befürchte, hier sind wir leider erstmal fertig. Haben wir beim letzten Mal wirklich den Toaster noch repariert? Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, aber ich kann mit dem nicht mehr interagieren, also müssen wir es fast getan haben. Haben wir dafür eine von den Waffen bekommen? Es ist schon wieder so lange her, ich weiß es nicht mehr.
Ach ja. Hi Deathbird, wie geht's? Hallo. Hier ist immer noch ein Fragezeichen angezeigt, aber ich glaube, wir sind hier eigentlich fertig, oder? Der Behälter sieht noch so. Da ist tatsächlich noch was drin. Wie konnte ich denn das übersehen? Verwandle dein Jan in eine Marcia. Ein Selbsthilfebuch für die Strapazen in einer großen Familie. Verwandle deinen Jan in eine Marcia. Verstehe ich nicht. Egal. Sag mal, ist jetzt in der Munitionskiste auch wieder was drin? Die habe ich aber sicher schon geplündert. Die wird mir aber gerade nochmal hier. Nee, irgendwie nicht. Na gut, dann gehen wir. Abmarsch. Ah ja, genau. Wo ist denn der Kerl? Irgendein Kerl hat uns doch einen Koffer gegeben und gesagt, wir sollen nicht reinschauen. Ich würde so gern in den Koffer schauen, aber irgendwann wetten, der kommt wieder und will seinen Koffer zurück. You again. Get out of here. I got enough roaches in here already. Deswegen machen wir das nicht. Wo ist denn die Vermieterin? Die Rosie. Wir haben ihr Problem gelöst. Ja, Rosie war. So. What'd you find in apartment 3? Ja. Was he making bombs like I said? Nee. Ganz und gar nicht. Also gut, anscheinend war er wirklich nicht da. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, wir haben ihn und seine Klone getötet, aber scheinbar haben wir nur Klone getötet. Also nicht, dass Klone nicht. Ich will hier nicht Anti-Klon-Nick sein. Klone sind genauso Menschen wie du und ich. Aber das Original war nicht zu Hause. Also, er war nicht da und es ist alles noch viel merkwürdiger, als wir dachten. Weirder how? Also, dein Mieter könnte etwas mit einem gefährlichen Wissenschaftler zu tun haben. Er hat eine Klonmaschine und wir haben schon mehrere seiner Klone getötet. Da drin ist es zu gefährlich. Ich sage dir die Wahrheit. Warum denn nicht? In deinem Apartment wurde eine Klonarmee hergestellt. Ich weiß nicht, sind 3 Personen der Armee? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, 2 Personen sind die kleinstmögliche Armee. Nein, es gibt auch eine Ein-Mann-Armee und eine Ein-Frau-Armee auch. Insofern können natürlich 3 Leute eine Armee sein. Eine Drei-Klon-Armee. Warum nicht? Yeah, you were right. That's weirder than making bombs. Can I at least go in and clean up? Ah, Praxe, danke schön fürs Glas auffüllen. Mit lauter kleinen Bits, das ist schön. Das gefällt mir, vor allem weil die leicht sind und die im Spendenglas richtig schön bruch, explodieren, wenn da wieder was Schweres reinfällt. Hey, ich muss, glaube ich, echt für die, die auf YouTube zugucken, das Spendenglas in Zukunft als einziges von den Anzeigen im Stream ins Video mit reinpacken, damit die wissen, wovon wir reden. Sonst ist das irgendwie auf YouTube, glaube ich, voll blöd. Müsst ihr halt beim Stream live dabei, man muss dabei gewesen sein, sonst, ne, kann man das nicht nachvollziehen. Okay, also, das ist wirklich noch merkwürdiger als Bomben zu bauen. Das stimmt. Kann sie reingehen und sauber machen? Oh Gott, wenn ich jetzt sage, ja, geh ruhig rein, dann komme ich bestimmt irgendwann wieder und dann laufen 100 Klone von Rosie Wong rum. Und ich weiß nicht, ob das Ödland noch mehr Rosie Wongs aushalten kann. Die Ranger und die Polizei hier vor Ort, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die Sicherheitsleute, die kommen wahrscheinlich gar nicht mehr hinterher, wenn dann jeden Tag Hunderte von Rosie Wongs anrufen. Oh, danke nochmal für die Bits. Wow, die fliegen daneben. Das ist schon lustig, wie die manchmal da oben durchdrehen irgendwie, ne? In alle Richtungen fallen sie. Hypnotisierend. Wie eben dieses alte Lionhead-Studio-Symbol bei Black and White 2 und so damals und auch bei Fable noch.
Das fand ich so cool, dieses Lionhead-Symbol. Habe ich mir, das ist, glaube ich, wirklich das einzige Mal in meiner langen Historie der Videospielgeschichte, dass ich mich auf ein Entwicklerlogo sogar wirklich gefreut habe und dass ich das sogar cool fand und dass ich mir dachte so, yeah, jetzt kommt wieder das Lionhead-Logo, weil das so schön war, wie diese Partikel da reinfallen und sich dann so anordnen und dieses Symbol bilden. Und man konnte das dann noch so bewegen und rumschwenken. Es war toll. Das war das einzige nicht nervige, sondern sogar positive Logo in der Geschichte der Videospiele irgendwie. Für mich zumindest. Okay, also da drin ist es zu gefährlich. Wobei die Antwort gut, aber beschwer dich nicht, wenn du schrecklich verstümmelt wirst. Das finde ich auch ziemlich gut. Ich glaube, das sage ich ihr, ne? Weil ich meine, ist ja ihr Apartment. Ich kann es ihr eh nicht verbieten. Bitte halt dich vom Apartment fern. Ich glaube, so wie ich die Rosie einschätze. Oh, T-Bone Steak. Wow, vielen Dank. Riesen-Bitbombe. Dankeschön. Yeah, das war schön. So wie ich die Rosie Wong einschätze, wenn ich zu ihr sage, bitte, es ist gefährlich, geh nicht rein, dann geht die erst recht rein und denkt sich so, pfuh. Aber wenn ich zu ihr sage, hey, du kannst machen, was du willst, aber wahrscheinlich wirst du schlimm verstümmelt, dann ist, glaube ich, besser. Das nehmen wir. Gut, ich werde warten. Okay. Fine, I'll wait. Just once, I'd love to get a nice, normal tenant. If he wasn't in his apartment, then he's probably at the bookshop in Market Square. Look for a skinny guy, always wearing a lab coat. Na gut, so viele Leute mit Laborkittel werden da draußen nicht rumlaufen. Aber ein dünner Kerl in der Buchhandlung, okay. Let me know what happens. Die Quest interessiert mich jetzt. Die verfolgen wir, glaube ich, weiter. Wenn ich mich orientieren kann und wir jemals zu dem Bookshop kommen, zumindest. Wenn wir den jemals finden, das kann ich nicht versprechen. Ein Fallout-Bit war das. Ja, das stimmt. Ein Atom-Bit. Ein Atomspreng-Bit. Die Bitokalypse. Abraxel, und nochmals danke fürs Wiederauffüllen des Glases. Hey, irgendwie kriegen wir diesen Vergiftet-Status nicht mehr weg von Lucy. Lucia. Ich muss mir den vielleicht mal kurz anschauen. Nicht, dass das irgendwas total Schlimmes ist. Wie komme ich denn jetzt hier zu denen? Ah, hier, wartet mal. Kann nur durch Gegengift oder einen Arzt aufgehoben werden. Ausweichen minus 5%. Okay. Gibt Schlimmeres, aber. Habe ich zufällig Gegengift, weil das wäre ja praktisch. Ich glaube aber nicht. Geht's auch mit einem Reparaturkit? Das hätte ich. Gefrorene Frettchen. Ich frage mich erstens, kriegen wir gefrorene Frettchen irgendwo nochmal her? Oder gibt es nur noch 3 Schuss für die Waffe und dann ist Schluss mit der Waffe? Und zweitens, wie schaffen die, dass die gefroren bleiben? Also wie schaffen die das, dass sie nicht auftauen? Gut, aber andererseits ist hier überall Schnee und Eis. Die müssen die im Grunde nur nicht unbedingt auf die Heizung legen, wenn die ein Gebäude betreten, dann geht das schon wahrscheinlich. Na gut, Gegengift scheinen wir nicht zu haben. Dann schauen wir mal, wenn wir mal zu einem Arzt kommen. Aber es ist ja scheinbar eh nicht so tragisch, zumindest. So, Abraxe, die blutrote Ziege. Jetzt muss ich mal kurz mich auf der Karte orientieren. So gut ich kann. Prangerplatz, alles klar. Marktplatz. Werkstatt. Garten der Götter. Nachtclub. Werkstatt. Ha, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die Bücherei sein soll. Ich schau noch mal in den Missionslog. Wahrscheinlich eine Sekundärmission, oder? Sei nicht mein Nachbar, es ist das, genau. Würde ich jetzt, kann ich die irgendwie markieren auch? Nee, nicht wirklich. Na gut. Rosie sagt, Earth
sei wahrscheinlich auf dem Marktplatz am Stand des Buchhändlers. Auf dem Marktplatz. Ist das der Marktplatz? Ja, das ist der Marktplatz. Dann müssen wir, glaube ich, einfach mal hier so lang laufen. Glaube ich. Hallo? Bist du der Marktplatz? Ich glaube, ich bin am Marktplatz. Ja. Müssen wir nur den Buchhändler bzw. einen dürren Kerl im Laborkittel finden. Ja, guck mal, ist das ein... Das sieht aus, als wäre das ein Vault Overall, nur mit Panzerung drüber. You ever noticed that the statue Marshalls. Nope. That's kind of creepy. Yeah. Always watching when I'm... Hi. Aha. Do you have any books on cloning? On what? Clowning? Clowning. No, no clown books, sorry. No, no, cloning! You know, using your own genetic material to make a new human. Oh, you mean fucking. Yes, I've got plenty of books about fucking. What? No! No, not fucking! Cloning! It's how you make new humans without sex. Jesus. Why would anyone want to do that? Das ist irgendwie witzig. Okay. Ein großer, schlaksiger Mann schaut über die Bücher auf den Stand eines Händlers und murmelt nervös vor sich hin. Hallo, dürfen wir dir mal ein paar Fragen stellen? I guess. Who are you? Wer wir sind? Wir sind die Desert Ranger, glaube ich. Ja, wir sind freundlich. Bis jetzt sind wir in sein Apartment eingebrochen und wurden von seinem Klon attackiert. Ich finde, er hat noch gar nichts Schlimmes gemacht. Ich weiß auch nicht, was seine Pläne waren. Und so. Insofern schauen wir erstmal. Wir sind die Desert. Vielleicht hat er ja auch die Kontrolle über seine eigenen Klone verloren und die haben ihn rausgeworfen oder so. Wir wissen gar nichts. Also warum sollte ich ihn jetzt anpöbeln? Wir haben in Colorado Springs ausgeholfen. Bist du Irv? I'm Irv. What do you want? What are you want? Wir haben in deiner Wohnung... Ich sag mal das, okay, genau. In deiner Wohnung wurden wir von ein paar Typen angegriffen, die genauso aussahen wie du. Kannst du das irgendwie erklären? Oh no! Did you kill them? Ja, ich fürchte, das mussten wir. Es tut uns leid. Oh, poor clones. They never really acted right. I screwed up the formula somehow. Na schau, sag ich ja. Der kann quasi gar nichts dafür. Hallo, Tratsch, Tanten und Co. Wie geht's? Willkommen. Also, erzähl uns über diese Klone, glaube ich, oder? Wir haben einige Papiere in der... Nee, passt schon. Erzähl uns mehr über die Klone. Well, I guess I'm kinda afraid to make friends the normal way, so I made them an abnormal way. Only, I didn't do it very well. When they came out of the chamber, there was something wrong with them. They were really, really stupid and really, really crazy. And they just got crazier day by day. Okay. If I hadn't run out of the apartment today, they would have killed me. I'm a bad father. I'm a bad, bad father. Wir haben in deiner Wohnung außerdem noch einige Papiere gefunden, die von Irvin John Finster geschrieben wurden. Ist das dein echter Name? Ja, was denn jetzt? Please don't tell the Marshalls, but I'm one of his clones. Unfortunately, I'm fourth generation, at least. So... I'm not as smart as the original. Smart enough to use Dr. Finster's notes to get the cloning machine working again, but not smart enough to make good quality clones. I can't even make one as good as myself, and I'm not that good. Bits of me don't work very well at all.
Okay, er ist quasi der Klon eines Klons, eines Klons, eines Klons oder so. Und der hat wiederum Klone gemacht. Aber die werden immer pro Generation ein bisschen dümmer als das Original. Lebt Finster noch? Der Original-Finster? The original? No, not anymore, but I guess, in a way, as long as I'm alive, he is too, because I'm him, aren't I? Er wird plötzlich blass und schluckt. I mean, I'm him, but not the part of him that wanted to wipe out the entire human race, right? Yeah? I wasn't suggesting, no. You know the whole nature versus nurture debate? How some things are genetic and some things you learn? Well, that killing everybody, part of him, that was nurture. He wasn't born that way, and neither am I. I swear. You believe me, don't you? Oh, ich weiß überhaupt nichts über Dr. Finster. Was weißt du denn über Dr. Finster? Oh, Dr. Finster was a genius. He's the only person in the world to have mastered the cloning of humans. He may have become a little paranoid at the end, but that doesn't lessen any of the good he gave to the world. Was, die würden immer dümmer als die Generation zuvor. Davon kann Abraxe die rote Ziege ein Lied singen. Wieso? Dr. Finster war ein Genie. Ach so, genau, das hat er gesagt. Until he decided all humans had to die. He was a real humanitarian. Also, bevor er beschlossen hat, dass er alle Menschen umbringen will, war ein echter Humanist. Bin mir sicher, der wollte nur zu ihrem Besten alle Menschen umbringen. Wir glauben deine Geschichte. Wir glauben, du bist nicht schlau genug, um die Menschheit zu bedrohen. Wir glauben dir nicht. Klon kann man nicht trauen. Ich glaube ihm seine Geschichte. Warum sollte ich ihm auch nicht glauben? Und er hat uns wirklich nichts getan, ne? Er ist ja nicht für... Ist er für seine Klone verantwortlich? Ja, in gewisser Weise. Aber mein Gott. Wir machen alle mal versehentlich Klone, die dann Amok laufen, oder? Wer von uns kann behaupten, noch nicht irgendwie einen boshaften Klon von sich selbst erstellt zu haben, der die Menschheit vernichten wollte? Also, ich meine, wer, ne, also come on. Das geht schon mal durch. Und ich meine, ja, er hat gleich drei gemacht, aber er hätte schon, ne, beim ersten hätte man aufhören können, das stimmt schon. Aber ist okay. Oh, thank God. So, you're not gonna arrest me. Ach so, doch, doch. Verhaften tun wir dich schon. Ja, ich glaube, ich mach das wirklich. Wenn's geht. Oh nein, glaube ich nicht. Sind wir nicht, wenn du deine Klonmaschine mitbringst, bist du im Ranger-Hauptquartier willkommen. Wir können einen Wissenschaftler wie dich brauchen. Das ist noch besser. Ich wollte nämlich gerade sagen, für meine Sammlung hätte ich ihn gerne in meiner Gefängniszelle. Aber als Verbündeten, als Wissenschaftler in meiner Basis, das ist ja noch besser als in meiner Gefängniszellensammlung. Na dann, hiermit, das ist ein Jobangebot. Was sagst du dazu, Earth? You're gonna let me be a real scientist? This is the best, I'm so grateful. I'll do good work for you. I promise. Ich meine, wir haben eh gerade ein Mitgliederproblem, die Desert Ranger hier. Das würde nur Sinn machen, dass er uns eine kleine Klonarmee macht. Auch wenn die dann alle wahnsinnig und unkontrollierbar und ziemlich dumm sind. Müssen wir uns nochmal überlegen. Aber ich bin schon gespannt, ob der wirklich crazy Wissenschaftlerzeug für uns baut. Wir haben ja sogar eine verrückte Wissenschaftlerin im Team, die Waffen benutzen kann von ihm. Sehr gut. Hi Rounder, wie geht's? Dudala. Thank you so much. Ich danke dir, Earth. Ich danke dir. Das ist cool. Unser eigener verrückter Wissenschaftler. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir das nächste Mal zurück in unsere Basis kommen. Wir haben ja zumindest unser Gefängnis schon ein bisschen aufgefüllt. Ah, hier bin ich falsch. Und auch schon ein paar Verbündete gefunden. Hostages murdered by Dorsey Thugs. Weston family confirmed. Zumindest Arzt und... Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Wie kann man sich in so einer kleinen Spielwelt so verlaufen, ey? Das schaffe auch nur ich.
Wo müssen wir denn lang? Da lang, glaube ich, oder? Nee, das stimmt auch nicht. Ich bin hier. Wie bin ich denn so schnell da runtergekommen? Ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Ich kenne mich nicht mehr aus. Kann ich hier durchgehen, hoffentlich? Nein, das ist ein Innen. Ich will nicht in den Innenbereich. Ich will um den Innenbereich rumlaufen einmal. Und jetzt, glaube ich, da lang. Genau, das müsste jetzt stimmen. Da liegt noch die Leiche. Da liegen noch die anderen Leichen. Ich bin nur für die hier verantwortlich. Für die erste kann ich nichts. Und da ist das Apartment. Ich habe nur die Leichen... Was? Beschäftigt. Stell euer Team zusammen, bevor ihr loszieht. Bitte? Was? Wie viel mehr Team soll ich denn noch zusammenstellen? 1, 2, 3, 4, 5. Moment mal. Es fehlt wirklich jemand. Was? Was ist denn jetzt los? Idolem, warum bist du denn da hinten? Der ist irgendwie hängen geblieben irgendwo. Und unser Cyborg-Kuhn auch noch. So, jetzt aber Team. Mensch. Oh, jetzt. Gut. Dachte schon, jetzt haben wir irgendeinen Bug. Gamebreaker. Das wäre schade gewesen. Vielleicht kriegen wir jetzt voll viel Erfahrungspunkte und können noch einen Schlossknackerrang für Idolem und einen Toasterreparierrang für wer auch immer unser Toasterreparierer ist. Aber wahrscheinlich nicht. Any word on the Looney in number 3 yet, Rangers? Also, wir haben Earth gefunden und er wird nicht wiederkommen. Du hast sein Apartment zurück und kannst es jetzt räumen. About time. Gonna take me a week to clean up that mess. What was his deal anyway? Er ist ein Klon und hatte Angst, dass man ihn verhaften würde. Deswegen hat er sich in dem Apartment eingesperrt und weitere Klone gemacht, die seine Freunde sein sollten. Das ist aber jetzt rein die Interpretation von unseren Protagonisten, oder? Das hat uns der doch nie so erzählt. Kein Wort, aber gut. Oh, that's kind of sad. What did you do with him? Wir haben ihm eine Stelle in unserem Ranger-Hauptquartier angeboten. Er wird in unserem Medizinlabor arbeiten. Well, how about that? I'm glad to hear it. Never wished the poor man ill, just didn't want him here. Ja, ich weiß nicht, ob wir in so einer feindlichen Welt so offen mit Informationen sein sollten, aber die Ranger, die Desert Ranger, ne, wir sind ja das Gute in der Welt, das letzte verbleibende Gute, aber wir haben auch verdammt viel Waffenpower. Wir müssen keine Angst haben. Wir sind offen und ehrlich und freundlich und hilfsbereit. Aber wenn uns jemand Böses will oder unserem Verbündeten, dann gibt's ordentlich aufs Maul. Aber ordentlich. Insofern können wir auch ruhig mit unseren Informationen hausieren gehen, weil wir müssen uns vor niemandem fürchten. Thank you, Rangers. Here's a little something for taking care of the problem and tying it up in a pretty bow. Guck mal. So long. Die Kapuze von unserer roten Tiger-Abraxe hier hat von innen keine Textur bekommen. Die ist durchsichtig. Unverschämtheit. 3 von 10 Punkten für diesen Game-Breaking-Bug. Unspielbar. So. Oh, my sciatica. Da. You seen you, Rosie? Wir haben tatsächlich ein Level abbekommen, aber nur leider für Lucia. Und Lucia ist, glaube ich, nicht unsere Toaster-Expertin. Die ist unsere Handfeuerwaffen, Waffen modifizieren. Ist alles nett, ist alles gut, aber ja, schade trotzdem. 3 Punkte haben wir. Handfeuerwaffen. Waffen modifizieren. Wäre sie die beste? Tauschhandel. Ach, wann handel ich schon? Habe ich bis jetzt jemals gehandelt? Ich glaube nicht. Das ist nicht meine Spielweise. Ich mach mal. Ja, komm, stecken wir die 3 Punkte im Waffenmodifizieren. Dann kann sie ein bisschen mehr an unseren Waffen rumbasteln. Und sie kriegt viel mehr Koordination. Diese Story-Charaktere haben so wenig Koordination. Die können immer fast überhaupt nicht ziehen in ihrem Zug. Kaum Aktionspunkte. Das Menü ist irgendwie so kaputt hier. Jetzt steckt mein Cursor fest und ich kriege ihn nicht mehr. Jetzt muss ich hier schließen und wieder reingehen.
Das ist irgendwie... ja. Nicht besonders schön gepolished ist das hier. Schnorrerglück. Man weiß ja nie, was man findet. Beim Zerlegen von Waffen besteht die Chance, Waffenmods zu erhalten. Deine gesamte Gruppe, das gefällt mir schon mal, findet 25% Munition beim Plündern mit einem Minimum von plus 1. Das klingt doch schon mal ganz nett, oder? Ich glaube, das mag ich. Ja, das nehmen wir. Mehr Munition finden, dann kommen wir nicht in die Verlegenheit, dass wir plötzlich keine gefrorenen Wiesel mehr haben, die wir schießen können. Das wollen wir ja auch nicht. Na dann. Ich muss mir das merken. Ich muss mir merken, dass es hier drin noch einen Safe zu knacken gibt. Den Safe eines verrückten Klonwissenschaftlers. Damn. Was kann alles drin sein? Von schmutzigen Unterhosen bis hin zur experimentellen Klongun, die alle meine Gegner klont. Dann habe ich noch mehr Gegner. Weiß nicht genau, inwiefern das nützlich ist, aber yeah. Ach ja. Für mehr Erfahrungspunkte. Moment mal, klone ich dann auch den Loot von denen? Wahrscheinlich, es wäre komisch, dann ist es eher ein Replikator und keine Klongun. So, da la. Warum drücke ich immer Start, wenn ich Select drücken will? Wobei die Tasten auf dem Xbox-Controller ja irgendwie wahrscheinlich anders heißen. Strich, Strich, Strich und Kästchen, Kästchen heißen die hier. Was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal in unseren Missionslog. Die Sekundärmission haben wir jetzt. Wir hätten hier noch Big Trouble in Little Vegas. Was war denn das da? Da? Mit Faron Bargo verhandeln. Das haben wir doch schon gemacht, oder? McTavish hat zugegeben. Ach so! Ach, nachdem wir mit McTavish geredet haben, könnten wir jetzt nochmal zu Faron Bargo gehen. McTavish hat zugegeben, dass er den Dorseys geholfen hat. Mit dieser Information können wir Faron Bargo dazu bringen, Delgado freizulassen. Perfekt. Das ist eine Nebenmission. Ich hätte das ehrlich gesagt für die Hauptmission gehalten. Was sagst du zum Diablo 2 Remaster? Kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht gespielt und habe es mir noch nicht so genau angesehen. Ich habe nur ein paar so Vergleichs-Screenshots auf Twitter gesehen von Leuten, die es spielen. Oder die es... Weiß ich nicht, ob das PR-Material war oder nicht, aber das sah auf jeden Fall sehr nah am Original aus, zumindest. Aber da kann ich nicht viel dazu sagen. So, dann. Gebiet verlassen. Gut, dass das Spiel immer speichert beim Gebietswechsel, weil ich speichere viel zu selten. Ich glaube, ich speichere jetzt dann mal. Ist immer gut, wenn man so ein Hard Save hat. Ich weiß nicht, ob die Terminologie richtig ist, aber ich nenne das immer gern so. So Quick Save und Hard Save. Weil so Quick Saves, die das Spiel automatisch macht, werden halt dann auch irgendwann früher oder später überschrieben und dann ärgert man sich. Oh, there, Red Hats. What's the rush, huh? Why don't you tell your old pal Charlie what you found out from McTavish? Ich glaube nicht, dass ich das mit dir besprechen will. Geht dich nichts an. Wir werden mit Brigo reden. Oh, all right, yeah. Fair enough. He should be the guy you talk to anyway. If you got good news for him, I'm sure he'll be open to a deal. So, what'd you do to that poor bastard McTavish? Das kann ich ihm ja sagen. Der ist jetzt in Gewahrsam der Ranger. Better there than in the stocks, I guess. I'm gonna head to the machine shop and clear up any mess you left, all right? Nothing but a favor between friends. You should go on upstairs and talk to Mr. Brigo. See you later, Red Hats. Frag mich, was der im Schilde führt. Machen wir einen Schnellspeicher. Schnellspeicher, das geht wirklich schnell. Kämpfen die oder tanzen die? What do you want? Can't you see we're busy yelling at each other? Kämpfen.
You're the one yelling, and if you don't stop, they're gonna kick us out. Arschkriecher 3, na dann muss man's nehmen. Sie anstacheln, kämpft, ach dammit. Das wäre eigentlich nicht meine Herangehensweise, aber wenn man schon so eine besondere Dialogoption aufgrund seiner Fähigkeit hat, muss man die fast nehmen, oder? Insofern, los geht's. I'll kick trouble. Stop it, you two. No one fights in little things. See what you did? You started it. Take it outside, asshole. Vacate the premises. He left his post. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr notwendig, ehrlich gesagt. Aber ich mache das jetzt. Schnell, bevor der zurückkommt. Auf der Konsole steht Dantes ferngesteuertes Ventilationssystem Incorporated. Bitte das Passwort eingeben und fortfahren. Ah, wir haben niemanden mit Nerdkram 4 im Team. Ah, dann hat sich das eh erledigt. Na gut, dann gehen wir jetzt zu Fernbreigel. Rangers. I get the feeling this isn't a social call. I understand you had a little talk with McTavish. And I want you to know I'm as appalled as you are that he let the Dorseys into the city. He served me well. But, well, he's always been an idiot. Now, what do you want to talk to me about? Also, angreifen. Nein. Woher weißt du, was McTavish uns erzählt hat? In my profession, you can't be too trusting with new friends. I had you follow. It won't happen again. Wir haben eine Notiz von dir an McTavish gefunden, in der du ihm die Anweisung gibst, den Dorseys nicht zu helfen. Das bedeutet, du kanntest seinen Plan. Wir fragen uns, was Daisy mit dieser Info wohl machen würde. Das ist eher so der Erpresseransatz, aber die einzige Alternative, die ich sonst habe, ist angreifen und das will ich auch wieder nicht. Deswegen, ja. Is that a threat? Are you suggesting some kind of deal? I'm not admitting I know anything about Delgado, but what did you have in mind? Übergib uns Delgado und wir werden Daisy erzählen, dass das alles ein Missverständnis war. Wir werden dir außerdem erzählen, was McTavish auf eigene Faust, dass er auf eigene Faust gehandelt hat. Wirklich? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier... Ich glaube, ich werde dir schon die Wahrheit sagen. Ehrlich gesagt. Aber die Option habe ich nicht. Aber ich sag das jetzt mal. I like that. Keeps Daisy out of my business and takes care of a problem I didn't want in the first place. Alright. You got a deal. You can take Delgado. I'll tell my crew to let you in the back. And I tell you what. Because you've been so reasonable, I'll do you one more favor. A little bird told me you need to staff the armory at your HQ. Well, I just so happen to know a few guys who know about guns. Consider it staffed. What do you say? Oh, leider können wir nicht tauschhandeln. Mit Tauschhandelsex könnten wir wahrscheinlich noch mehr rausholen. Eine letzte Frage. Wir können einen auf Columbo machen. Warum hast du Delgado überhaupt geschnappt? Es hätte mehr Sinn gemacht, ihn zu ignorieren und gehen zu lassen. Oder aber, okay, gib uns Delgado, schick deine Crew in unser Hauptquartier und wir haben einen Deal. Oder unsere Waffenkammer von Berufsverbrechern ausstatten zu lassen, ist nicht gut für unseren Ruf. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie legitim die Marshals hier in der Gegend sind, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht genau, wem ich hier eher trauen soll, ehrlich gesagt. Aber einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck macht jetzt hier Fernbrigo auch nicht gerade. Also gut, fragen wir erstmal, warum eigentlich Delgado schnappen und nicht einfach gehen lassen und ignorieren. You're right. But I'm not the one who grabbed him. Charlie did. The idiot. After that, what was I going to do?
Tell him no hard feelings and let him walk. Daisy would have been busting down my doors within the hour. So I just kept him on ice, hoping a solution would come along, and voila, it did. At least I hope it did. Depends on if you're going to accept my offer or not. So... Okay, gib uns Delgado. Nee, warte mal. Wisst ihr was? Ich hab nämlich gar nicht vor. Ich will gar nicht. Ich will die nämlich wirklich verpfeifen. Ich meine, er war ja jetzt auch nicht wirklich hauptverantwortlich oder nicht dafür verantwortlich für den Angriff der Darcys. Aber ich möchte alles so offenlegen, wie es wirklich passiert ist. Keine krummen Geschäfte mit irgendwelchen dicken, kriminellen Casino-Besitzern. Und keine von dir ausgestückte Waffenkammer, befürchte ich. Wir finden jemand anders. It's a package deal, Rangers. You take Delgado and my crew. Or you don't take Delgado. What's it going to be? Na, das ist nämlich das, weil wenn wir uns von ihm mit Waffen ausstatten lassen, dann hat er uns in der Tasche. Dann ist er unser Waffenlieferant und... Nee, so geht das nicht. Entweder muss ich ihn jetzt angreifen oder ich nehme den Deal gesamt an. Das ist übel. Eine andere Option gibt's nicht. Dankeschön, T-Bone, für die Bits, die alle links und rechts neben das Glas fallen. So ist das manchmal. Bis auf drei. Dank. Schön. Dankeschön. Oh Mann, ey, was mache ich denn jetzt? Nehme ich seinen shady Deal an? Das passt mir gar nicht. Oder greife ich ihn an? Das passt mir erst recht nicht. Ich habe Angst, dass wir alle gleich sterben, wenn ich jetzt hier auf Angreifen drücke. Weil immerhin sind hier hunderte von Leute in dem Raum, gefühlt. Okay, wir greifen ihn an. Wir hätten es besser wissen müssen und nicht mit Kriminellen verhandeln sollen. Vergiss es, du bist festgenommen. That's what you think. Come on, Capo. Show them how we do it in Vegas. That escalated quickly. Okay, das kriegen wir hin. Idolem. Nahkampf. Nahkampfangriff auf Nachtclub-Vollstrecker. Los geht's. Einer geht noch. Mist. Geht noch einer? Na guck, einer weniger. Okay. Geblendet? Das ist wahrscheinlich nicht... Warum dürfen die überhaupt jetzt alle ziehen? Ich will ziehen. Warum dürfte denn nur Idolem und alle anderen nicht? Das wundert mich. Oh Gott! What? That escalated aber mal wirklich quickly. Huhn und Katze im Einsatz. Ich meine, sie ist ein Story-Charakter, aber sie kann wahrscheinlich sterben, ne? Wer ist unser Arzt gleich nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Abraxe ist nicht unser Arzt. Und ich würde sagen, dass Brian Fargo weg muss, weil meine Güte, spinnt er eigentlich? Habt ihr das gesehen? Alles fehlgeschlagen? Warum? Nicht genug MP. Dammit. Voll daneben geschossen mit unserer super Laserwaffe. Das ist schade. Feindliche Tiere könnte ich besänftigen, haben wir aber leider nicht. Verdammt. Hallo, Neuromancer. Ja, das ist... Naja, schauen wir mal. Ja, los geht's. Idolem räumt die Handlanger ab, während wir... Oh Gott, er ist auch schon fast tot. Das ist wirklich nicht gut. Das ist nicht gut. Wiederbeleben. Okay, das machen wir. Und ich würde fast sagen, noch in Deckung gehen, auch wenn dann eventuell gar kein Angriff mehr möglich ist, leider. Naja, 80% Trefferchance immerhin.
Ach so, nicht mehr genug Erfahrungspunkte. Bewegungspunkte, ihr wisst schon. Ah ja, aber er ist unser Arzt, ne? Kannst du dich selber noch heilen vielleicht? Das geht gut. Basti, unseren Arzt sollten wir bitte hoffentlich nicht verlieren. Das wäre doof. Fallen Crusader. Nein, das ist ein bisschen egal, wo ich ihn hinschicke. Er hat immer 1000 Gegner im Rücken, aber wenigstens mal vor Fargo in Sicherheit bringen. Das ist ein Fall für den gefrorenen Wieselwerfer. Aber sowas von. Viel geschlagen? Viel geschlagen? Warum ist denn Fargo unsterblich eigentlich? Kann mir das mal einer erklären? Und wie komme ich denn gleich nochmal in dieses Menü? Ah, hier genau. Das habe ich gesucht. Das ist echt ein Problem, dass das Fargo hier so super krass ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit meinem Team tun soll, ehrlich gesagt. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich mit ihm hin soll. Das ist leider... Der Sitz hier ist keine Deckung. Verdammt. Das ist echt doof. Na, schauen wir mal. Naja, das geht. Das ist nicht so schlimm. Das ist auch nicht so schlimm. Das ist ein bisschen. Jetzt schon langsam wird's ernst hier. Au. Come on. Cover me, you knuckleheads. What if we don't? Meine Güte, das ist so crazy. Ah. Moment, wo ist er denn jetzt hin? Hat er sich jetzt aufgelöst? Ach nee, da ist er ja. Und wo ist dann der andere? Hat er seinen Partner erschossen? Ich hab das nicht. Ist er weggelaufen? Ich hab's gerade nicht mitgekriegt. Ich sehe nur gerade, dass da Fische im Boden sind. Interessant. Komm, der ist doch jetzt flankiert, oder? Warum habe ich denn immer noch nur so wenig Trefferchance? Ich dachte, ich hätte den jetzt flankiert. Haben wir irgendwie Granaten oder so? Oh, gefrorener Wieselwerfer. Ich weiß es nicht. Okay, es hilft nichts. 42% nur, los geht's. So viele Fehlschläge, da stimmt doch was nicht. Tell my wife, I love her. Ich vergesse immer diese Fähigkeiten. Ich sollte mal die Fähigkeiten auswählen, aber jetzt erstmal kurz eine Med-Spritze. What if we don't? Yeah. You want to incur the wrath of Baron Brago? Get out of here! Können wir nicht mehr angreifen jetzt? Können wir nicht mehr. Dann heben wir uns die Punkte fürs nächste Mal auf. Oh Mann, oh Mann. Überraschenderweise haben wir hier eine relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht warum, aber los geht's. Ach
Ach, weil das hier natürlich nicht nur unser Sanitäter, sondern auch unser Scharfschütze ist. Vielleicht hätte ich den nicht direkt vor die Nase vom Hauptziel setzen sollen. Ich verstehe schon langsam. Ich verstehe schon langsam, was hier los ist. What if we don't? Yeah. You want to incur the wrath of Baron Brago? Get out of here. Na gut, keine Ahnung. Hier haben wir immerhin 38% Trefferchance. Das ging daneben. Welche Fähigkeiten haben wir zur Auswahl? Heilung. Moment mal. Wie benutze ich das jetzt? Hier steht's. Heilung. Im Kampf. Und Erkundung nutzbar. Wiederherstellen nur mit mechanischen Zielen. Ach so. Einem Roboter hacken? Ja, nee. Ah ja, eine Schrumpfgranate. Das ist eine gute Idee. Mal schauen, wie gefährlich seine Tommy Guns noch sind, wenn sie winzig sind. Miss Tommy ist schon die Verniedlichung. Ich wollte jetzt Tommy verniedlichen. Aber dann müssten sie Tom Guns heißen. Aber würden sie Tom Guns heißen, dann würden sie jetzt Tommy Guns werden. Ah, verdammt. So, mal schauen, ob seine Timmy Guns noch so gut sind. Yes. Getroffen. Immerhin. Naja, und du wirst ja mit allen anderen fertig, oder? Was haben wir denn hier? Doppelte Anzahl von Kugeln abfeuern, aber dafür ungenauer ist. Los geht's! Wie? Das ist doch lächerlich. Du kannst doch nicht ein ganzes Magazin mit 92... Also, komm schon! Was ist denn los? Wie viel kann man denn daneben schießen? Oh Gott. Das wird noch was hier. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe einfach, die Patronen von Fargo, wie auch immer, sind jetzt einfach so winzig. Oh, okay. Ich habe, glaube ich, Cheese Cream Theory unterschätzt. Ach du Scheiße. Na, was ich sagen wollte, ist, dass jetzt unser Heiler bewusstlos ist. Oh, das ist ganz schlecht. Eieiei. Das ist nicht so gut hier. Cyberhuhn und Cowboy-Katze sind zwar gut dabei, aber verdammt nochmal. Wiederbeleben. Ganz schnell aber jetzt. Aber was fast noch wichtiger ist, kann irgendwer Idolem, oder? Ich hoffe... Ja, ist zwar echt teuer, aber muss jetzt sein. Ich glaube, die stirbt sonst. Die hat jetzt eine Kriegsneurose, was auch immer das genau bedeutet. Aber ich glaube nicht, dass das gut ist. Mann, ey. Der erste harte Kampf, den wir hier haben, irgendwie. Wir haben noch 3 Aktionspunkte hier. Ich heile Abraxe mal. So. So, wie kann ich denn jetzt hier hinschießen? Das geht, glaube ich, irgendwie. Angriffsmodus. Nee. Ich würde gern gezielt hier hinschießen. Irgendwie geht das, glaube ich. Angriff. Dammit. Irgendwie dachte ich, das geht. Ich schätze das auch nicht schlecht.
Jetzt bitte mach das weg. Danke. Immerhin. So, hast du zufällig Heilung bei dir? Ja, dann aber sowas von. Sehr schön. 3 Aktionspunkte dürfte mit ihrer Waffe Na, ach so, nee. Oh, ach so, naja. Okay, dann fahren Brygo angreifen. Geht nicht. Nicht genug Aktionspunkte. Ach so, aber warte mal. Wir hätten noch einen Flammenwerfer. Den sollten wir jetzt vielleicht so nicht benutzen. Ja, das ist ja perfekt. Den benutzen wir. Macht zwar nicht viel Schaden, aber trifft alle beide. Keine Verbündeten, oder? Ja, dann los. Wartet mal, ich glaube, ich treffe sogar alle 3. Das schaffen wir. Von Crusader! Danke fürs Abonnieren! Da wird das Bitglas wieder gesprengt. So, das machen wir. Oh Gott. Jawohl, Cyborg-Hühnchen, mach ihn fertig. Ach Gott, ey. Was zur Hölle ist denn hier los? Wie viele Aktionspunkte? 8 hätten wir, ne? Das ist eigentlich gut, aber dann müssen wir jetzt mal kurz Fallen Crusader, weil wir gerade dabei sind, dann müssen wir Fallen Crusader mal schnell aus der Schussbahn bringen, ein bisschen. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, ich muss nochmal neu laden. Ich glaube fast, das wird nichts. Aber wir versuchen es. Bis zum bitteren Ende. Dann sehen wir es eh. Keine Munition mehr. Nur noch ein bisschen Wieselwerfer. Das ist nicht gut. So. Abraxe nimmt die Laser Gatling. Und jetzt. Okay, ich schätze immerhin. Wie viel haben wir jetzt noch? 1 AP. Das reicht für gar nichts mehr. Na dann, geh in Deckung. Verteidigung. Idolem, haben wir noch einen Gegner in der Nähe? Ah ja, hier. Na, den verhauen wir. Problem. Ah, wir könnten Farron Brygo noch angreifen. Kannst du so weit zielen einigermaßen? Außer Reichweite? Nee, gar nicht. Mist. Kannst du mit 3 AP schießen? Nicht mal ansatzweise. Dann geh vielleicht mal nochmal in Deckung. Würde ich sagen. Ja, nimm noch einen. So, hast du immerhin wieder fit? Machen wir Overwatch, warum nicht? Das ist sehr gewagt jetzt hier. Sehr gewagt. Yes, Overwatch. Das war gut. Hey, nicht auf Major Tomcat schießen. Jetzt wird's aber hier zu bunt. Das war gar nicht so schlimm. Das war gar nicht so schlimm. Gut, gut. Ich glaube, wir schaffen's. Ich glaube, wir schaffen's echt, Leute. Cyborg Kuhn gibt uns das Gewest. Nein, ja, Major Tomcat hat ihn besiegt.
Jawohl, wo wären wir nur ohne Major Tomcat? So, also gut, Ranger, ich gebe auf. Cool, cool. Dann bist du hiermit verhaftet. Wie wir schon vorhin gesagt haben, du bist festgenommen. Right, I'm ready. Give me the bracelets. Ranger Hauptquartier anfunken. Copy, Team November. This is Ranger HQ. What's new? Over. Das wird der von den Marshals wieder nicht gefallen. Die wollte ja selber, dass ich die Straftäter aus der Stadt wollte sie ja eigentlich verurteilen. Aber nachdem ich gesehen habe, dass die wegen Kleinigkeiten irgendwie nackt in der Kälte an den Pranger gestellt werden, bis sie erfrieren, sperre ich die lieber bei mir ein. Glaube ich. Das kann ich nicht zulassen. Farn Brigo hat sich uns ergeben. Schickt einen Trupp vorbei, um ihn ins Hauptquartier zu bringen. Wir haben Farn Brigo verhaftet. Könnt ihr den Marschall bitten? Nee. Wir machen das selbst. Wir behalten den. Copy that. Congratulations, November 1. That's a mighty big fish you brought in. Over and out. Oh yeah. Puh, das war ein wilder Kampf. Gut gemacht, Team. Gut gemacht. Wo ist der Loot, den wir uns verdient haben? Die Beute. Schauen wir mal, was wir kriegen. Munition und Pokerchips. Müll. Entgegen langläufiger Meinung ist der Geldwert vernachlässigbar. Na gut. Hi, Breath of the Bockwurst. Wie das Spiel ist, Wasteland 3. Ich finde das ziemlich super. Wirklich ziemlich super. Das ist mein Fallout 3 der Herzen. Schrott. Geld. Eine Laserpistole. Ach so, Level 6 Revolver. Ich dachte gerade, das wäre eine Wissenschaftswaffe. Aber es ist ein Revolver. Aha. Laserpistolen zählen als Revolver. Okay. Energiezellen, Matchspritze und Spielkarten. Haltet euch nicht zurück. Na dann. Okay. Dann sind jetzt alle umsonst gestorben. Ich hätte nur Fargo früher töten müssen. Fargo meine ich. Frago? Wie auch immer. Paul Crusader, vielen, vielen, vielen Dank. Super duper nett von dir. Freut mich echt sehr. Coolio. Wirklich, Dankeschön. Das ist immer wieder eine große Hilfe, mich von Monat zu Monat zu schleppen mit dem Kanal zur Zeit. Okay, cool. Du hattest echt noch mal Glück, Nachtclub-Aufseher. You're gonna get what's coming to you, Rangers. Warum? Just you wait. Warum verhaften wir ihn eigentlich nicht? Ich meine, der hat versucht, uns umzubringen. Aber scheinbar, ich schätze mal, in so einer postapokalyptischen Welt sind da die... Aha, untersuchen. Sind da die Maßstäbe andere? Der hat ja auch nur seinen Job gemacht. Dieses Porträt ist 30 Jahre alt, aber Mr. Brigo sieht noch genauso aus. Ach so, ich dachte, ich kann seinen Schreibtisch oder Hocker oder was auch immer untersuchen. Schade, schade. Wenn mal unter 20 kostet, dann hole ich's nach. Endzeitwüste. Ach, das Schneesetting. Ja gut, das ist halt Geschmackssache, ne? Klar. Also, das Spiel ist im Games Pass. Wenn du willst, dann hol dir den Games Pass für einen Monat nur schnell. Spiel das Spiel in einem Monat durch. Ich glaube, das ist möglich. Kannst du wahrscheinlich sogar noch ein paar andere Sachen spielen. Und dann verlängere das Abo nicht. Also, das wäre wahrscheinlich die billigste Methode, wie du aktuell in das Spiel kommst zumindest. So, aber jetzt müssen wir noch unseren Freund befreien, oder? Gehen wir da jetzt einfach hin? Ja, da hält uns jetzt keiner mehr auf. Okay. I know some marshals who could benefit from these. Warte mal ganz kurz, ich speichere mal kurz, weil ich habe Angst. Hey, hands off the merchandise. Smell that? They've been making chicken masala. Ich hätte mich hier auch reinkämpfen können, richtig. Oh, guck mal, da hat einen Power-Rüstungshelm auf. So ein bisschen. Ich schalte hier mal vorsichtshalber den Strom ab, falls es hier noch zu einem Kampf kommt. Ups, ach so, das ist eins von diesen Geschützen, die automatisch explodieren, sobald man den Strom abschaltet. Man kennt sie. Voll Crusader! Dankeschön für das Glas auffüllen. Super nett von dir.
So, kurzgeschlossener Kontrollchip, den nehmen wir mit. Wer weiß, kann man bestimmt noch irgendwie Silikon mit dem Schraubenzieher rauskratzen oder so. Silikon? Ne, warte mal. Ich habe gerade vom Englischen ins Deutsche falsch übersetzt. Egal. Flipperautomat. 3 Kugeln für $0,25 kostenlos spielen bei 99.999 Punkten. Keine Wetten. Alkoholkiste. Ach, die darf ich plündern. Ich darf nur die Munitionskiste da vorne nicht plündern. Und die Arzneikiste. The fuck's the matter with you? Don't touch. I ain't gonna warn you again. Ja, er warnt mich nicht nochmal. Wie gefährlich sind denn die hier? Könnte man schon mal, glaube ich, speichern nochmal. Ich meine, ich will ja keinen Streit hier vom Zaun brechen, aber wenn es zufällig passiert, wenn ich hier friedlich meinen Aufgaben nachgehe, dann ist es so. Eine Kassette. Der Gangster-Sprachstil-Guide. Auf dieser Kassette ist nur die Zeichnung eines Mannes in Mafia-Kleidung zu sehen. Im Text steht cooler Typ. Hey, what's the matter? You wanna join the outfit, but you ain't got the lingo? Well, congrats, jabroni, cause you come to the right tape. The gangster's got the diction, got everything you need to know. It don't matter if you're a bag man or a button man, we'll have you talking like a made man in no time. So grab a cannoli and pull up a chair. And let's get you mobbed up. Sehr schön. Der Gangster-Sprachguide. Achso, nee, ohne PC ist schwierig. Klar, und ohne Xbox. Essiggurken. Ach so, na gut, theoretisch könntest du auf Android-Tablets und Handy streamen, aber das wäre für mich persönlich nix. Aber das wäre auch eine Option. Mit dem Game Pass. Essiggurken. Du kannst sie essen, falls du das Glas aufkriegst. 10% Heilung. Kürbisklops. Was bitte? Rübenklops. Was ist denn ein Rübenklops? Und warum mache ich da draus Kürbis? Es ist kein Fleisch, aber wenn man sparen muss, dann ist es mehr oder weniger fast irgendwie das gleiche. Toast. Einfach eine verbrannte Scheibe Brot ohne Butter. 100% Heilung. Verbrannter Toast ist voll die gute Heilung. Ja gut, Toaster sind ja auch was sehr Besonderes in der Welt von Wasteland. Macht schon Sinn. Munition, 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 Munition. Hey, ich muss mal ganz kurz... Ah, Level Up erstens, voll gut. Aber Ausrüstung. Unsere verrückte Wissenschaftlerin braucht neue Waffen oder Munition. Wir müssen mal gucken, was wir haben. Aber Abraxe kriegt mal ein Level Up. Kondition können wir jetzt maximieren. Das ist gut. Mehr Aktionspunkte sind nämlich wichtig. Weil schwere Waffen und so kann man immer brauchen. So, harter Hund könnten wir hochleveln. Tierflüsterer finde ich schon auch ziemlich cool. Oder eben voll auf schwere Waffen. Ich glaube, ich investiere nochmal in Tierflüsterer. Ach, und dann könnten wir uns harter Hund auch noch leisten. Ja, dann machen wir das. So, und hier dürfen wir uns noch einen speziellen Perk aussuchen. Was ist denn Tierflüsterer hier auf der nächsten Stufe? Tierische Begleiter bieten bessere Boni bei der Verfolgung. Bei der Verfolgung? Was meinen denn die mit Verfolgung? Ja, keine Ahnung. Ein tierischer Begleiter bringt etwas Ursprüngliches und Reines in dir hervor. Tierische Begleiter bieten bessere Boni bei der Verfolgung. Das verstehe ich zwar nicht, aber das nehme ich. Voll auf Tierbegleiter spezialisieren. Und Fallen Crusader ist auch aufgestiegen. Fallen Crusader wäre unser Nerd-Kram-Guy, ne? Da hätten wir vorher Stufe 5 gebraucht. Jetzt zu spät. Man kann nicht alles haben, schätze ich mal.
Was ist da eigentlich die Backstory hinter den Toaster? Ich weiß nicht, das ist eher ein Running Gag, da gibt es keine Backstory. Ich glaube schon seit dem ersten Teil, aber auf jeden Fall seit dem zweiten. Aber ich glaube schon von Anfang an war einfach so ein Running Gag, dass man Toaster reparieren kann und dass Toaster reparieren ein eigener Skill ist. Und dafür kriegt man immer irgendwelche abgedrehten und lustigen Belohnungen in der Regel und sind auch oft mit lustigen Geschichten verbunden. Aber ich glaube, das ist wirklich einfach nur so ein Running Gag. Keine Ahnung, wo da, warum und wie, wer weiß. So, verrückter Wissenschaftler. Wartet mal, ist Fallen Crusader unser... Ja, Fallen Crusader ist unser verrückter Wissenschaftler, unsere verrückte Wissenschaftlerin, wie auch immer. Ich verstehe. Aber die... Stimmt, die Laserpistole, die ich eigentlich dachte, ist ja in Wirklichkeit ein Revolver. Insofern geht das gar nicht. Dann... Muster Wieselwerfer und die Schrumpfgranaten reichen, bis wir wieder Munition oder andere verrückte Wissenschaftlerwaffen gefunden haben. Mehr Koordination. Ich gebe einfach allen jetzt mal mehr Koordination, bis die Leiste voll ist. Fallen Crusader hat so viele Attribute, auf die er sich spezialisieren muss. Verrückter Wissenschaftler, Nerdkram, Mechanik, das ist schon einiges. Ich glaube, Sprengstoff... Und Führung werde ich ganz schön vernachlässigen, schätze ich mal. Ich bring mal Nerdkram noch ein bisschen hinterher quasi. Und hier, glaube ich, nehme ich wirklich... Schauen wir mal, verrückter Wissenschaftler. Lädt die Waffe auf und stärkt sie, um beim nächsten Angriff Bonusschaden für Energie, Kälte und Hitze zu verursachen. Deine Waffe hat eine Chance von 5%, dass sie in deinen Händen explodiert. Genau das war das. Ich glaube, das machen wir lieber nicht. Vor allem, weil ich nicht weiß, ist die Waffe dann wirklich kaputt? Wirklich im Eimer? Wirklich so komplett? Verursacht überladen. 5% Chance... Auf Verursachung von Überladen. Ja, aber was das heißt. Wahrscheinlich tut man sich nur ein bisschen selber weh damit, oder? Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse das lieber aus. Mechanik, was haben wir denn hier? Bonusschaden für Roboter und für Fahrzeuge. Das klingt so, als würde das in Zukunft wichtig werden. Das ist vielleicht eine gute Idee. Einsatzobjekte erhalten 25% Konstitution und verursachen 25% mehr Schaden. Aber was sind denn... Einsatzobjekte. Das Reparieren von Fahrzeugen und Robotern erhöht außerdem die maximale Konstitution des Ziels für 3 Runden. Oh, nett, nett, nett. Ich glaube, wir nehmen Schaden. Schaden gegen Maschinen ist immer gut. Okay, dann hätten wir alle hochgelevelt. Erstmal ausrüsten können wir jetzt gerade eh auch nichts. Was steht da? Drogenreservoir, Schlossknacken 4. Das schaffen wir. Flüssige Zeit. Eine seltsame Spritze gefüllt mit blauer Flüssigkeit. Wahrscheinlich mit Blaubeergeschmack. Wahrscheinlich. So, ist dann unser Ziel hier hinter der Tür? Oh, das ist aber, das sieht ganz schön brachial hier aus. Ein unbequemer Stuhl ist es auch noch. Ich finde, wenn die hier schon Leute foltern, könnten die es denen wenigstens ein bisschen gemütlich machen. Du musst vielleicht einen Haar... Was? Das muss vielleicht ein Haarschnitt gewesen sein. Ja, genau. Ein großer Behälter. Schlossknacken 2. Los geht's. Maschinenturm nutzbar. Ich kann jetzt Maschinengewehrtürme aufstellen, oder wie? Mit Mechanik 2. Ach, das ist ja irgendwie geil. Klein und kompakt im Tragemodus. Ein Schnellspannhebel verwandelt das Gerät in einer einzigen Sekunde in eine erhebliche Bedrohung, die Kugeln versprüht. Aha, und das sind wie Granaten, so Einsatzobjekte. Kann meine eigenen kleinen Geschütztürme setzen. Das ist schon cool, glaube ich. Auf leisen Sohlen Lehrbuch. Immer noch auf diesen dicken alten Füßen unterwegs. Fällst auf, wohin auch immer du gehst. Vielleicht solltest du verstehen, anders zu laufen. Mit weniger.
Lerne nur auf deinen Zehen zu laufen und höre den Unterschied. Okay. Ah ja, genau, stimmt. Abraxe, glaube ich, ist das, ne? Der kann keine Bücher lesen. Erhöht hinterhältigen Scheiß. Wer war denn das? Irgendeiner von unseren Leuten ist eh ein hinterhältiger Scheißkerl. Ich glaube, der eine, den uns die Story gegeben hat, oder? Muss ich danach mal gucken, aber irgendwer darf das lesen. Splittergranate, ein Gewehr, ein Scharfschützengewehr. Schauen wir mal. Munition, Geld, Schrott und Bogengewehr. Ein Waffenmod. Aha. Nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal kurz. Wie modde ich denn gleich nochmal Waffen? Waffen modifizieren. Aber irgendwie kann ich hier in dem Menü gerade nichts machen. Warum auch immer. Kann ich gar nichts machen, wenn keine Mods da sind? Oder wie? Irgendwie ist das gerade komisch. Ah ja, tatsächlich. Okay, aber hier könnten wir jetzt auf die Eisaxt von Idolem könnten wir was bauen. Eine Rasiermesserbox für... Für was denn eigentlich? Was bringt denn die? 50%ige Chance auf Blutungen und plus 2 Schaden. Und wir können nur eins davon. Dann nehmen wir einfach plus 2 Schaden. Wer braucht schon Blut, wenn man einfach mehr Schaden macht? Wobei wahrscheinlich wäre... Naja. Ja, okay. Lassen wir es mal so. Bestätigen. Das ist ein bisschen nervig, ne? Hier hätte man schon ein bisschen schöner polischen können. Dass man es einfach so einen Waffenmodifikationsbildschirm gibt. Oder dass ich wenigstens in dem Bildschirm irgendwie durchschalten kann, die ausgerüsteten Waffen oder sowas. Das hätte man schon ein bisschen übersichtlicher, ein bisschen komfortabler auf jeden Fall gestalten können. Anstatt, dass ich jetzt hier jede ausgerüstete Waffe einzeln durchgehen muss, um zu gucken, ob ich überhaupt was modden kann. Das ist ein bisschen doof. Hey, willst du vielleicht den Revolver? Der Revolver, der Laserpistolenrevolver ist gar nicht gut. Vor allem nicht im Vergleich zu ihrem Revolver. Dann ist das nix. Und wo sind jetzt die Gatling-Geschütze? Und wo ist das Buch? Und wer ist gleich nochmal unser hinterhältiger Scheißkerl? Gemeiner Scheißkerl. Nee, stimmt schon. Hinterhältiger Scheiß. Genau. Marshall Noe ist unser hinterhältiger Scheißkerl. Dann kriegt der das Lehrbuch für hinterhältigen Scheiß. Wo, wie, wer, wo, was? Warte mal, da war's. Genau, hinterhältigen Scheiß permanent um 1 erhöhen. Lesen. Sehr gut. Was war das danach? Das sind nur so Spaßbücher, okay. Der geheimnisvolle Koffer. Genau, ich werde ihn nicht öffnen. Ich bin gespannt. So. Und für Fallen Crusader wären die Dinger theoretisch ausrüsten. Genau, cool. Schrumpfgranaten und Geschütztürme. Perfekt, was will man mehr? Bitte Schloss knacken. Tada! Die Granatenkiste mit Molotow-Cocktails. Naja, ist ein Molotow-Cocktail wirklich eine Granate? Ich weiß nicht genau, was die Definition von Granate ist. Der wilde Helm haben wir schon mal, ne? Und taktische Panzerung, ne? Kann vielleicht tatsächlich wer brauchen. Oh nein, wir bräuchten Schlossknacken Stufe 6. Ah, haben wir nicht. Das tut mir so im Herzen weh, wenn das nicht funktioniert. Hier, Schloss das Knack oder andersrum. Wie auch immer, kannst du dir aussuchen. Vielleicht kriegst du genug Erfahrungspunkte, um hochzuleveln. Aber während ich den Satz noch beendet habe, war mir schon klar, das wird nix. Schloss das Knack, Mensch. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas haben wir, glaube ich, gelootet. Ah ja, genau. Rüstung. Wie sortiere ich denn gleich nochmal? Ah ja, hier. Also, Brustpanzer. Nee, warte mal. Hier ist der wilde Helm, den haben wir eh schon. Und die taktische Panzerung.
Okay. Da hätte tatsächlich die taktische Panzerung noch mehr Panzerung. Hat aber auch keine Voraussetzung. Deswegen wäre das wahrscheinlich eher was... Nee. Okay. Idolim, unser Nahkämpfer, hat schon eine bessere Panzerung. Ja, dann... taktische Panzerung für Abraxe. So, wie sieht's mit dem Helm aus? Der Helm braucht halt Stärke 5, ne? Den kann, ich weiß gar nicht, ob den irgendwer richtig anziehen kann. Nö, niemand. Der wilde Helm ist zu wild für die meisten. Aber vielleicht kann jemand jetzt die... Ja, das stimmt. Das sind beides keine schlechten Rüstungen. Da schaue ich mal durch, ob die irgendwer brauchen kann. Ja, na guck. Haben wir schon jemanden. Sudala. Moment mal. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Doch, stimmt schon. Die ist besser. Cool. Eine Runde neue Rüstungen für alle. Wie mit älteren Geschwistern, ne? Da wird das so runtergereicht. In der Reihenfolge des Teams. Was die anderen nicht mehr brauchen. Kriegen die kleinen Geschwister. Ah ja. Ach nee. Warte mal, das ist schlechter. Okay, na gut. Hier hätten wir noch eine Hose im Angebot, die aber Stärke 4 benötigt. Die wird wieder nicht jeder tragen können und bringt auch nichts. Nicht viel. Achso, Moment mal. Doch. Ist sie einfach besser. Ja dann. Unser Big Daddy. Hey, Cludo, hi. Willkommen, Cludo und Co. Zodala, na gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Team ist ausgerüstet, den Safe kriegen wir leider nicht auf. Dann machen wir mal unser Quest-Ding auf. Wer ist wieder da? Inspektor Delgado. Dieser adrette Marshall sieht aus, als wäre er Mitte 30. Sein ehrliches, offenes Gesicht gibt ihm das Aussehen eines Mannes in der Blüte seines Lebens. Wunderschön. The Cludo, danke fürs Abonnieren. Gruß an den achtarmigen Overlord. Dankeschön. Und das Spendenglas ist auch wieder gesprengt. Sehr schön. Hey, Delgado. Bet you thought Daisy forgot all about you. Quan, I heard gunshots and thought maybe the other marshals were coming for me. Are these the Rangers? Das ist richtig. Daisy hat uns geschickt, um dich zu finden. Good old Daisy. Always takes care of her people. I appreciate you coming in here to bust me out. Didn't think anybody could take down Farron Brigo. I bet you could teach the Marshals a thing or two. Yeah, vollen Crusader und T-Bone, danke fürs Glas wieder auffüllen. Oh Gott, da überlappen sich die Herzen. Habt ihr es gesehen? Die sind jetzt in der Luft schon zusammengestoßen und überall durch die Gegend geflogen. Schön war's. Dankeschön. Okay, wie wurdest du gefangen genommen, Inspektor Delgado? I've been keeping an eye on Brigo for a while. He's a survivor. Likes to play both sides to make sure he always wins. After the Dorsey raid, I started asking questions about the club. Well, I guess I got too close to the truth. They grabbed me, dragged me in here and locked the door. Took my weapon and everything. Good thing you came along. Oh, und Tibo, nochmals danke. Irgendwie ist die Bitphysik heute seltsam. Findet sie nicht? Die kommen so schnell rausgeschossen, dass die sich selber irgendwie durch die Gegend katapultieren. Aber trotzdem, danke für die Shamrock-Schaumkrone auf dem Regenbogenglas. Und Fallen Crusader. Oh oh, kommt wieder eine Fallen Crusader-Bombe. Ja, da kommt das Bombenherz. Schön. Danke euch. So.
Haben sie dich überhaupt verletzt? Das ist so vorwurfsvoll. Die haben dich ja nicht mal verletzt, ey. Für was retten wir dich eigentlich? Aber ich sag's trotzdem. No, they know better than to hurt a marshal. Though, after all this, I'm starting to think maybe I should have known better. And don't tell my wife I said that. Well, what are you gonna pay me to keep quiet? Quan, always the kidder. You are kidding, right? Don't worry, Delgado. Your secrets are safe with me. Tipo, und dankeschön, noch eine Bitbombe. Und somit startet der Hype Train, wurde mir gerade angezeigt. Ich habe immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, was das bedeutet. Aber ich glaube, wenn noch mehr Abos, Bits und so weiter jetzt zusammenkommen in den nächsten 5 Minuten, kriegen wir, glaube ich, alle, ich auch, aber ihr auch, so Emoji-Geschichten, ne? Ich glaube, das ist im Endeffekt ein Twitch-Hype-Train. So ist das, glaube ich. Mach dir keine Sorgen, wir haben den einmal auf die maximale Stufe, auf Level 5 oder so gebracht. Ich weiß es nicht mehr, das war das Maximum. Ich kann mich noch erinnern. Das war schon ziemlich cool. Da ging's ab. T-Bone, leg nochmal nach. Nein, das Bombenherz ist neben das Glas gefallen. Das wäre eine Explosion gewesen. Damn it. Aber danke schön. Nichtsdestotrotz. Will do. Hope I see you again, Rangers. Okay, cool. Geschafft hätten wir es. Den Safe können wir leider nicht öffnen. Aber was ist schon drin in dem Safe, oder? Wahrscheinlich irgendeine einzigartige legendäre Superwaffe, die Gott höchstpersönlich gebaut hat, geschmiedet hat in den Hochöfen des Himmels, um die Existenz auszulöschen, wenn es unbedingt sein muss. Wahrscheinlich. Voll Crusader, danke fürs Abo verschenken. Verdammt, ich glaube, ich muss speichern. Ich glaube, ich muss einen Speicher machen. Und ich muss hier drin kämpfen. Ich versuche jetzt nochmal hier was zu öffnen. Dann wird er sich wieder beschweren und dann geht wahrscheinlich ihn Kampf los. You're dead. I'll wisen you up. Der Rabauke betrinkt sich. So, jetzt kann ich sagen, die haben angefangen. Jetzt hauen die auch noch Major Tomcat. Dann ist das Spaß jetzt vorbei. Keine Gnade. I got a solid position over here. Oh, der hat einen Flammenwerfer. Der spinnt doch. Ist der bescheuert? Der hat seine eigenen Leute angezündet. Und unseren Marshal No. Und unser Cyberkuhn. Oh Gott, nicht, dass der Cyberkuhn stirbt. You crazy? Wir müssen echt aufpassen. Voll Crusader, danke nochmal für den Bitregen. Der Hype Train ist jetzt auf 97%. Noch 3% und dann muss die Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden oder so. Voll Crusader, mach die 100% voll. Da, Konfetti-Regen. Hype. Was ist denn das? Waren das Raptoren? Ist das ein Hype-Raptor? Ich verstehe die Subkultur nicht mehr, der Jugend von heute. Stufe 1 abgeschlossen. T-Bone zieht auch noch nach. Dankeschön, Leute. Ist echt total cool. Total cool von euch. Ich freue mich. Wirklich. Aber ich muss auch kämpfen jetzt. So. Basti. Könntest du unser Hühnchen heilen? Ich mache mir echt Sorgen um Cyberkuhn. Okay, Cyberkuhn geht's besser. So, da la Fallen Crusader. Mensch, die sind jetzt alle ziemlich... Ich hätte die vorher heilen sollen, ey. Was gehe ich auch mit einem total halbtoten Team in den Kampf? Ah. Verdammt. Oh, okay.
Jetzt stelle ich mal hier unser Geschütz auf. Ach, das kann ich sogar in quasi hinter die Deckung werfen. Es ist natürlich schon cool auch, ne? Kann man nichts sagen. Okay, jetzt können wir leider nicht mehr schießen, aber ich bin gespannt. Das ist vielleicht cool. Oh, Tiborn, danke schön für den riesen Bitklumpen. Nice. Fallout Bit. Coolio, danke schön. Wow, Fallen Crusader, leg gleich nochmal einen nach und wir haben die zweite Stufe des Hype Trends abgeschlossen. Das Glas ist leer. Gesprengt. Oh Gott, ey. Cool. Crazy. Tadala, jetzt hier Runde beenden. Heben wir mal den einen Aktionspunkt noch für die nächste Runde auf. Stufe 2 abgeschlossen. Coolio. Tadala. Marshall No, was machst du? Also die beiden Schläger, die da direkt vor uns stehen, um die mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, weil die sind Trottel. Erfahrungsgemäß zumindest. Aber ich habe gerade halt einfach auch bei keinem so richtig gute Trefferwahrscheinlichkeiten. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich verstehe die Waffe, glaube ich, nicht so ganz, oder? Die macht irgendwie komische Sachen. T-Bone, nochmals danke. Wird das Glas wieder ein bisschen aufgefüllt. Die hätte jetzt den irgendwie fast halb töten sollen oder fast töten sollen, aber hat den irgendwie fast überhaupt nichts getan. Irgendwie ist dieser Energie-Gatling-Laser nicht so gut, habe ich das Gefühl. Idolem, verhau mal vielleicht einfach die Nahkämpfer, oder? Der brennt eh. Das wird nicht mehr lange durch, hauen wir den dann noch. Ich weiß immer gar nicht, wo ich meine ganzen Leute hinschicken soll. Gibt zu wenig Deckung. Ach so, ich wollte gar nicht looten, aber ist okay. Ich wollte dich eigentlich wirklich hierher stellen, damit du auf den schießen kannst. Oh Gott, du musst dich jetzt unbedingt selbst heilen, würde ich sagen. Warum habe ich euch nicht vor dem Kampf geheilt? Yes! Nice! Ja! Double kill! Sehr schön. Ach, Flammenwerferkerl, muss das sein? Muss das sein? Fallen Crusader hat nochmal mit 99 Bits nachgelegt. Flammenwerfer-Personen müssen wir jetzt uns wirklich schnappen, die Runde. Die hat jetzt oberste Priorität. Nein, jetzt kann er nicht mehr angreifen, weil ich nachladen musste. Jetzt hätte ich einen Flammenwerfer, aber den kann ich nicht benutzen. Nee, ungut. Ich könnte versuchen, die beiden zu erwischen. Ja, das geht. Na, immerhin, würde ich sagen. Immerhin. So, Idolem, hau dem Flammenwerferkerl. Der Big Red. Der ist hier, glaube ich, der Boss quasi. Der Mini-Boss. Nein, nicht daneben schießen. Komm schon. Noch, oder? Nee, nicht mehr? Keine Munition mehr. Ah, alles klar.
Ja, hilft nix. Okay, Big Red, jetzt bist du fällig, hoffe ich. Sehr gut. Die hat zwar echt keine Reichweite, die Lucia mit ihrem Revolver, aber wenn sie schießen kann, dann ordentlich. Dann haut's echt rein. Das ist cool. So, jetzt hoffen wir, dass nix... Oh ja, das war gut. Jetzt hoffen wir, dass nicht noch was ganz Schlimmes passiert. Oh ja, der Hype Train ist vorbei. Gut gemacht. Ganz viele neue Emojis wurden verteilt an alle. Ich habe das hier bekommen. Das Toot Toot Hype Heart. Ah, T-Bone auch. Folk Crusader auch? Da wurden doch oben verschiedene angezeigt. Huh. Das Toot Toot Hype Heart ist aber auch cool. Ach, Abraxe, was hast du eigentlich gegen Möbel in dieser Welt hier? Warum greift er immer Möbel an? Lass doch mal die Möbel in Frieden. Ich habe wirklich das Gefühl, Abraxe braucht wieder eine physikalische Waffe. Also eine Projektilwaffe, meine ich. Ich habe das Gefühl, die Energiewaffe ist irgendwie, weiß ich nicht, zu ungenau oder komisch irgendwie, trifft irgendwie nicht. Genauso wie das Scharfschützengewehr. Aber der sitzt ja auch in hinterhältiger Deckung. Dankeschön. Zusammen. Oh, ich blut hier schon wieder versehentlich. Ich wollte eigentlich nur hier hingehen, damit ich auf den schießen kann. Nein, nicht daneben schießen. Was ist denn los? Dankeschön. Dankeschön. So, hier ist noch jemand an seinen Verbrennungen gestorben. Ich habe das Gefühl, wir müssen schon langsam mal irgendwie in die Basis zurück und uns von Grund auf nochmal erholen und aufstocken und so. Alles sind ziemlich erledigt. Leider... Doch, wartet mal! Nein, doch! Oh, was? Wieso? Hä? Schauen wir mal. Ich bin mir nicht sicher. Aber eventuell können wir jetzt... Schlossknacken upgraden auf Stufe 6. Yes! Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Mein teuflischer Plan hat funktioniert. Hier einen Kampf provozieren, damit ich ein bisschen besser im Schlösser knacken werde. Warum das alles Sinn macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Fragt nicht nach. Aber es ist so. T-Bone, danke nochmal. Die Bits hören heute gar nicht mehr auf zu fließen. Der Bithahn ist geborsten. Geberstet? Huh. Sollten wir vielleicht unserem Nahkämpfer hier, Idolem, mal noch mehr Stärke geben? Konstitution, Nahkampfschadenbonus. Das macht schon irgendwie Sinn, ne? Geschwindigkeit schon auch natürlich. Kampfgeschwindigkeit und so. Stärke, mehr Stärke mal. So, und jetzt gehen wir den Safe knacken. Wie, da ist jetzt nicht das absolut Beste im ganzen Universum drin. Aha, eine Tommy Gun. Naja, das ist ja auf jeden Fall nett. 10 Konfetti-Granaten schon wieder. Und eine M1911 halbautomatische Pistole. Kann man mal gucken, ob die gut ist. Munition, Geld, Schrott. Ein schweres Gewicht, Waffenmod.
Aha. Und Hydrahauttafel, Rüstungsbeine-Mod. Stimmt, die Rüstungen sind noch weitgehend ungemoddet sogar, glaube ich, oder? Jetzt müssen wir aber auch nochmal zurück in die... Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, wir haben uns gerade mit der kompletten, mit dem kompletten Nachtclub quasi versehentlicherweise angelegt. Jupp. Wir müssen uns jetzt hier den Weg rauskämpfen. Wir hätten das auch friedlich lösen können, aber ich musste diesen Safe knacken. Dafür muss man doch Verständnis haben, oder? Kann ich irgendwer einfach so heilen? Ohne irgendwas? Habe ich das nicht vorher gesehen? Ich muss echt meine Fähigkeiten besser einsetzen. Ich habe ein paar so mächtige, also ich glaube mächtige Fähigkeiten, die ich nicht benutze. Sollten wir mal machen. Na gut. Ein paar können sich selber heilen. Fallen Crusader. Ach so, ne. Quatsch. Basti. Heilt mal. Bitte. Bin ich jetzt? Irgendwer ist so gut wie tot angeblich. Ach so, ja. Ich hab. Okay, ich hab mich nur verguckt. Passt schon. So, hier, Fallen Crusader, genau. Somit sind alle wieder einigermaßen fit. Ja, es hilft nämlich nichts. Wir müssen uns jetzt hier rauskämpfen anscheinend. Also, nochmal speichern. Und dann geht's los. Hurra! Ach so, genau. Halt, stopp. Ich wollte noch kurz gucken wegen der Waffe. Weil irgendwie... Was ist denn mit der? Warum ist denn die so ungenau? Ich muss mal gucken. Wir haben doch noch andere schwere Waffen. Zählt der Raketenwerfer? Nee, der Sprengstoff. Aber hier. Ja, Bunkerbuster. Den hatten wir vorher, glaube ich. Der... Ach so, jetzt habe ich den Flammenwerfer ausgerüstet. Ah, wie wechsle ich denn die Waffe? Muss ich wohl so machen. Also, nochmal. Der Bunkerbuster. Jo, mach's gut, Fallen Crusader. Bis bald. Ciao. Und danke für Bits und Spenden und alles. Hat mich gefreut. Zodala, der Bunkerbuster macht nämlich auf dem Papier weniger Schaden. Grundchance auf Treffer ist aber höher, aber ehrlich gesagt nur so ein bisschen. 55 statt 50. Aber meine Erfahrungen mit der Argonlanze sind leider echt nicht gut. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal den Bunkerbuster wieder zurück. Bunkerbuster und Flammenwerfer. Greift uns jetzt wirklich der Barkeeper an, wenn ich da rausgehe? Ich komme mir gerade nicht so vor, als wären wir noch die Guten in dem Spiel. Los geht's! Was will man machen, ne? Hilft ja nichts. Verdammt. Reichweite, aber wir können ja schon mal in Position gehen. So. Ach ja, stimmt. Wir hätten ja auch ein neues Scharfschützengewehr gehabt, ne? Hätte man mal testen können. Also ich hätte nachgucken können, meine ich damit, ob es besser ist.
Warum kann ich denn jetzt hier bei Basti den Cursor nicht bewegen? Das ist irgendwie gerade ungünstig. Naja. Schauen wir mal. Ich bewege mal die anderen. Vielleicht geht's dann. Ja, jetzt kann ich ihn bewegen. Gut. Sehr gut. Feindlicher Zug. Mal schauen, wie viele Feinde wir hier unten noch haben. Ein Nahkämpfer, der ist mir ziemlich wurscht. Die Blackjack-Geberin ist anscheinend auch eine Nahkämpferin. Eine unbewaffnete. Macht mir auch nicht so viel Sorgen. Dann haben wir hier Pistolenbert. Ist mir auch wurscht. Und der eine Türsteher, der da an der Wand steht, guck mal, der da, der ist anscheinend noch gar nicht in den Kampf eingetreten. Der checkt noch gar nicht, dass hier gekämpft wird. Ein paar sind es schon. Oh, der Disco-Bot ist auch ein Gegner. Schade eigentlich. Ich mag den Disco-Bot. Naja, hilft ja nichts. Die Suppe habe ich mir eingebrockt. Die löffeln wir jetzt aus. So, schauen wir mal. Ah ja. Warte mal. Doch, die Blackjack-Geberin ist ein Gegner, ne? Aber der Disco-Bot macht mir Angst. Ah, okay. Moment, jetzt schaue ich mir echt mal die Spezialfähigkeit hier an. Lade diese Fähigkeit mit jedem erfolgreichen Angriff auf. Feuer eine großflächige Strömung des Todes. Das würde ich jetzt gerne machen, aber dann, glaube ich, ziehe ich Zivilisten in Mitleidenschaft. Das will ich eigentlich wirklich nun echt vermeiden. Vor allem ist da auch noch schon Major Tomcat wieder draußen. Das geht nicht. Das geht leider nicht. Aber gut, was haben wir denn hier für eine Fähigkeit? Visiere einen bestimmten Bereich des Gegners an. Ah, ich verstehe. Der Wettmodus. Schießen wir mal auf den Kopf. 50%ige Chance, dafür voll der Bonusschaden. Na dann. Yeah. Aber das kann ich nur immer wieder mal machen, ne? Na dann. Heben wir uns den Aktionspunkt auf. Hallo. Sister. Das ist Wasteland 3. Wo ist denn Idolem? Ah, hier. Ah, nein, Cyberkuhn versperrt uns den Weg. Wir können die Runde gar nicht in den Nahkampf gehen. Ja, dann gehen wir hier mal bereit und in Deckung. Aber heben uns die Aktionspunkte auf für nächste Runde. Fehlgeschlagen. Nee, heute ist gar kein Witcher. Witcher-Folgen haben wir jetzt nämlich schon vorproduziert ein bisschen. Und ich habe nämlich versehentlich 5 Folgen von Wasteland 3 doppelt hochgeladen. Das heißt, wir sind hier eigentlich voll im Verzug. Blöderweise. Ich glaube, ich schieße auf den Disco-Bot mit einem gefrorenen Wiesel. Yes! Ja, so gefrorene Wiesel sind gut. Aber ich glaube, das war unser letztes Wiesel. Ne, eins haben wir noch. Einen haben wir noch. Ah ja, genau. Abraxe hätten wir noch. Holen wir Abraxe mal noch nach vorne an die Theke.
Nein, du sollst jetzt nicht looten. Oh, was ist denn das? Letzte Aufruhr. Eine automatische Schrotflinte. Handfeuerwaffen. Aha. Okay, dann looten wir jetzt anscheinend versehentlich schon mal alle. Da war gerade eine schwere Waffe dabei. Die müssen wir uns nachher ansehen. Aber eigentlich war das jetzt alles versehentlich. Die Trefferwahrscheinlichkeiten sind nicht gerade gut, die wir jetzt aktuell haben. Aber dann gehen wir einfach in Overwatch-Modus. Naja, immerhin. Der greift einfach Major Tomcat an. Ich glaube, der spinnt. Das würde er bitter bereuen. Tipper und Dankeschön. Bettregen. Penny für your sons. Bullet für your brain pan. Ganz genau, Cyborg-Kuhn und Major Tomcat. Ich zeige es euch. Und jetzt ist auch der Weg für Abraxo frei. Das dynamische Nahkampf-Trio ist jetzt wieder vereint. Los geht's. So, einer weniger. Ah ja, ich könnte unseren Scharfschützen wenigstens hier an den Türrahmen bewegen. Und dann immer noch einmal schießen, zumindest. Mit genauso schlechter Trefferwahrscheinlichkeit wie vorher ungefähr. Hey! Sehr gut. Also ich verstehe es immer noch nicht. Mit der Pistole kann ich jetzt Verbündete heilen. Aber irgendwie nur ein bisschen, oder? Nee, warte, das hat nicht geheilt. Ich heile damit Roboter. Ich heile mit der Pistole Roboter oder mache Schaden bei Menschen. Mir wurde es aber gerade trotzdem als Heilen angezeigt. Das war sehr verwirrend. Das machen wir nicht nochmal. Geschafft. Holen wir uns noch den restlichen Loot. Karten, Chips, Schrottmüll. Und der eine Kerl, der sich da hinten rausgehalten hat, der hat Glück, würde ich sagen. Es wurden auch keine Zivilisten verletzt. Alles gut. Oh oh. Oh oh, die Rezeptionistin ist auch ein Gegner. Damn it. Warum? Können wir trotzdem einfach gehen? Irgendwie nicht wirklich. Muss ich die jetzt töten? Ja, die sieht kampfbereit aus. War komisch. Klingt komisch, ist aber scheinbar so. Ach ja, warum nicht? Hilft ja nicht. Aber gleich haben wir es geschafft. Nein, wir fangen jetzt nicht hier an, irgendwelche Leute zu erschießen, Marshall No. Ach, Marshall No ist der Einzige, der jetzt noch angreifen darf. Die anderen müssen warten. Gut, Marshall, now geh mal in Overwatch-Modus vielleicht. Dass no doch noch ein Überbrücker kommt. Boah! Boah, die Rezeptionistin haut sogar ganz schön zu. Aber gegen Major Tomcat und Cyborg-Kuhn. Nein, Cyborg-Kuhn! Nicht die Zivil. Was ist denn mit Cyborg-Kuhn los? Spinnt Cyborg-Kuhn jetzt? Jetzt werden hier die Stripper attackiert von Cyborg-Kuhn. Das ist nicht nett. Aber ich glaube, die sind tatsächlich Gegner irgendwie. Richtige Gegner. Ich glaube, ich muss die fast töten. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das gut finde. Also ich weiß, dass ich das nicht gut finde. Nein, muss ich nicht. Jetzt auch nichts wie raus hier. Na gut, okay. Den Loot von der Rezeptionistin nehmen wir mit. Die haben angefangen. Ich wollte nur ein Level Up fürs Schloss knacken. Mehr wollte ich doch gar nicht. Oh. Geschafft. Das war ein Abenteuer. Unabsichtlicherweise. Es hätte so leicht sein können. Reingehen, Brygo verhaften, rausgehen, fertig. Aber nein, ich musste ja den Safe knacken unbedingt. Tja.
Ich meine, ne, hätte ich den Inhalt von dem Safe nicht mitgenommen und die anderen Sachen, nachdem ich jetzt Brygo, den Anführer, festgenommen habe, hätte es bestimmt irgendeiner von seinen kleinkriminellen Handlangern getan. Und wer weiß, was der angestellt hätte mit dem Inhalt dieses Safes. Mit den Waffen und so. Deswegen für die... aus Sicherheitsgründen. Ich hatte keine andere Wahl. Brenn. Ein schweres MG. Das ist aber jetzt von den Werten her... Das hat die gleichen Werte, glaube ich. Ich nehme es trotzdem mal. Nehmen wir mal das neue Brenngewehr. Und, aber noch irgendwas hatten wir. Ah ja, genau. Das Schweinegewehr. Aber ich glaube, das... Haben wir sogar schon genau das gleiche, oder? Ja, aber mit besserer Trefferwahrscheinlichkeit. Leicht. Hat vielleicht einen Mod drin. Ja, hat ein Visier drauf. Stimmt. Nee, warte mal, hat das andere auch? Na dann, keine Ahnung, aber hat eine leicht bessere Trefferwahrscheinlichkeit. Also, was will man mehr? Hey, habe ich den Leuten vorher wirklich bessere Rüstung gegeben? Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht aufs Falsche geguckt habe. Ich glaube nämlich, ich dachte, dass... Ja. Ich glaube, ich habe die vorher falsch rum ausgerüstet. Kann sein, dass ich ein paar jetzt eine schlechtere Rüstung gegeben habe, als die vorher hatten. Ich glaube, ich habe mich verguckt. Aber ich bin mir nicht mal sicher. Schauen wir mal schnell durch, kurz vorsichtshalber. Doch, doch, genau, auf jeden Fall. Ja, das... Ups. Haha, tja. Kann ja mal passieren. Aber der hat schon eine gute und ich glaube, hier passt es bei denen auch, oder? Ich habe dann später bei den hinteren nur aus irgendeinem Grund gedacht, die rechte wäre die ausgerüstete. In Wirklichkeit ist es andersrum. Muss ich aber auch nochmal wegen der Hose gucken. Nee, die Hose ist tatsächlich schlechter als alle anderen Hosen. Aber wir haben wieder ein paar Level-Ups für Basti. Der kriegt noch mehr Koordination. Ups. Ah, ich komme hier mit der Steuerung so durcheinander. Mehr Erste Hilfe, mehr Rüstungs... Nee, aber eigentlich weiß ich es auch nicht. Vielleicht mehr Arschkriecher oder mehr Scharfschützengewehr. Machen wir mal mehr Scharfschützengewehr und mehr Erste Hilfe. Das klingt vernünftig. Und dann gibt es noch einen Vorteil, einen Scharfschützenvorteil. Reduziert die Ausweichrate von Gegnern um 15%, markierte Ziele erhalten außerdem plus 50% Schaden durch Präzisionsschläge. Erste Hilfe. Waffenmod. Waffen können besser zerlegt werden, okay. Wenn ein Verbündeter im Kampf K.O. geht, erhältst du 2 Runden lang plus 1 Kampfgeschwindigkeit. Ich meine, bei meiner Spielweise passiert das relativ oft, ne? Insofern ist das vielleicht gar nicht so blöd. Machen wir. Ist ja wurscht. So, und dann ist er auch noch aufgestiegen. Dann machen wir noch... Ah nee, Arschkriecher muss er nicht sein. Basti ist ein viel besserer Arschkriecher. Dann mehr hinterhältiger Scheiß, würde ich sagen. Und mehr Koordination. Ich hoffe, Koordination ist in dem Spiel wirklich so wichtig wie damals in den alten Fallout-Teilen. Weil sonst verskill ich die ganz schön. Oh... Okay, so weit, so gut. Ich glaube, jetzt sollten wir mal ins Sheriff-Büro. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo das ist. Doch, ich glaube, ich weiß es. Was ist eigentlich das für ein Gebäude, um das ich da gerade rumlaufe? Und warum waren wir da noch nicht? Ich warte nämlich die ganze Zeit drauf, dass wir ins Museum kommen. Und das kann ich mich nämlich noch sehr gut erinnern. Und das
Aha, verschlossen. Knacken wir mal die Tür, aber sagt keiner. Aha, guck, tatsächlich, jetzt sind wir im Museum. Every class trip we ever had. Is Buchanan a man? Das ist nämlich witzig, weil hier erfahren wir im Grunde so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Buchanan und der Stadt und wie er zum Gouverneur-Herrscher wurde. Aber natürlich, wie das für so Diktatoren üblich ist, und im Endeffekt ist er das ja, auch wenn er sagt, naja, wir machen schon noch eine Demokratie, aber so weit sind wir noch nicht. Das will ich erstmal sehen. Aber gut, natürlich auf eine sehr idealisierte und stilisierte Art und Weise, die ihn als glorreichen Helden darstellt. Und dieser Jingle, der immer wieder gespielt wird. Ich fand das super witzig und ich möchte sagen over the top, aber ich glaube, das ist es nicht, leider. Ich glaube, das ist sogar relativ realistisch. Yeah, this whole place is a gloss. But who wants to hear all the ugly details? Oh, reparieren. Yes. Wir haben hier eine Tür geöffnet, dann plündern wir erstmal ein bisschen. Arzneipackungen kann man immer brauchen. Wurm in Formaldehyd. Warum? Ein Gefäß mit Formaldehyd, das eine große wurmähnliche Kreatur mit einer krallenförmigen Schwanz und einem aufgerissenen Mund enthält. Auf einem kühn gestalteten Etikett steht Fetaler Lawinensteinräuber. Deine Entscheidung. Was ist los? Nehmen wir mit. Was auch immer das war. Was auch immer das war. Greetings, visitors. My name is Jessica Murdayama, and it's my pleasure to welcome you to the Saul Buchanan Colorado Heritage Museum. You're about to embark on a journey through history as we share with you the people and events that made Colorado what it is today. Our new and improved animatronic exhibits will bring history to life as you learn about the rise of the patriarch, the unification of the Hundred Families, and their battles against the Monster Army and the Plains Gangs. The staff of the Colorado Heritage Museum asks that you do not interact with the exhibits. Ready? Let's go! So, guck mal, die Waffe, die wir hier gefunden haben. Hirnwellendestabilisierer. lässt Ziele Freunde und Feinde verwechseln. Das klingt sehr gut. Das ist eine coole Wissenschaftswaffe. Und wir haben gerade schon gehört, in dem Tape gerade, dass wir hier jetzt gleich die Geschichte über die 100 Familien hören. Über das wurde ja schon öfter geredet, quasi so ein Bündnis aus 100 Clans, die sich damals zusammengeschlossen haben, um die Monsterbedrohung abzuwehren. Und aus der dann eben der, wie nennt er sich, der Marshall, nee, er nennt sich anders. Naja, der als Herrscher hervorgegangen ist, Buchanan halt. Aber jetzt muss ich kurz mal gucken wegen der Wissenschaftswaffe, weil das ist schon echt ganz cool. Der gefrorene Wieselwerfer, wir haben eh keine Munition mehr. Der muss dann leider weichen. Der Reparaturstrahl ist unter Umständen vielleicht ganz cool. Ah ja, hier. Hirnwellendestabilisator. Mache ich jetzt mal als Sekundärwaffe rein. Bin schon gespannt, wenn wir den mal benutzen dürfen. Ach ja, genau. Ich wollte mal gucken. Wir haben nämlich durch das ständige Sterben leider ganz viele permanente Malis, die man, glaube ich, hoffentlich bei einem Arzt wegkriegt. Ich weiß es nicht. Die bauen. Danke für die Herzen. Für die Herzbits. Pew. Zwei haben es ins Glas geschafft. Immerhin. Dankeschön. Oh, da kam nochmal 20 Shamrocks nach. Nochmals danke. Was wollte ich jetzt machen? Stimmt, ich wollte ja auch mal. Das ist zwar wieder was anderes. Aber genau. Sie könnte nämlich mit ihrer Handfeuerwaffenfähigkeit auch gut mit der Schrotflinte schießen. Und die ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, nicht so gut wie ihr Revolver, aber mehr Genauigkeit und wahrscheinlich auch mehr Reichweite, oder? Weiß ich gar nicht. Wo steht denn die Reichweite eigentlich? Ach da, die Reichweite ist genauso. Na, dann ist es eigentlich egal.
Wobei, ich gebe die mal als Zweitwaffe mit. Als Sekundärwaffe, die Schrotflinte. Mit der Pumpgun, sportlich schlank, ja. Genau, die permanenten Malis wollte ich mir angucken, die wir hier leider bei ein paar haben. Basti zum Beispiel hat ausgestochenes Auge. Zumindest bist du nicht komplett blind. Kann nur durch einen Verletzungskasten oder NPC-Arzt aufgehoben werden. Kann der das Auge dann wieder einstechen? Oder wie? Naja, das sollten wir machen. Kann nur durch... Ich glaube, ich habe Verletzungskästen. Ich glaube, Basti ist sogar der Arzt. Hier haben wir noch eine Kriegsneurose. Seit du vom Abgrund zurückgekehrt bist, fällt es dir schwer, nicht auszuflippen. Naja. So, was haben wir hier? Schönes oder nicht so schönes? Auch ein ausgestochenes Auge und ein lahmes Bein. Jetzt läufst du total komisch. Kampfgeschwindigkeit ausweichen, K.O.-Zeit. Nicht so gut. Das in der Mitte hier ist wahrscheinlich auch was Schlechtes, ne? Innere Blutungen. Das klingt so, als sollten wir das echt mal beheben. Und hier haben wir auch eine Neurose und ein Bein, oder? Lahmes Bein und Kriegsneurose. Ja, da hat unser Arzt was zu tun jetzt. Würde ich sagen. Ja. Yeah. Cool. So. Verletzungskasten, genau. Dann benutze ich den jetzt mal auf uns selbst. Ach so, das sind nicht wir selbst. Verdammt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den nicht verschwendet habe. Weil ich dauernd die Figuren durcheinander bringe. Und die Knöpfe. So viele Verletzungskästen habe ich auch wieder nicht. Aber genau, hier. Ja, funktioniert. Alle Verletzungen gehen auf einmal weg. Das ist gut. Dann können wir jetzt zumindest mal alle einmal durchheilen. Irgendwie kann ich gerade nur die beiden anvisieren. Was ist denn los? Warum? Sind das die beiden, die noch Verletzungen haben? Ich hoffe es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Wahrscheinlich kann ich die auch nur deswegen auswählen überhaupt, ne? Wird schon passen. Ich verlasse mich auf dich, Spiel. Oh, ein kritischer Heilungstreffer. Aber irgendwie ist das in dem Fall, glaube ich, egal. Okay, cool. Alle geheilt, alle verarztet, alles gelootet. Neue lustige Waffe wahrscheinlich, wenn es soweit ist. Drücken wir mal hier auf den Knopf. Mal gucken, worum es hier geht. Die Anzeige funktioniert nicht. Oh, das ist ja schade. Funktionieren die anderen? Monsteruniform. Uniform eines Soldaten in der Monsterarmee, der Bande, die Colorado Springs terrorisiert hat, bis der Patriarch sie besiegte und ihre Treue gewonnen hat. Ach, ich dachte, die Monsterarmee waren wirklich Monster, aber das waren anscheinend nur Menschen mit Verkleidungen. Naja, gut. Das funktioniert auch nicht. Ah. Vielleicht müssen wir erst irgendwo irgendwie den Strom herstellen. Da verlief gerade ein Kabel irgendwo entlang, aber ich weiß nicht genau wohin. Maybe I'll join the Marshals. I do like rough people up. You get drummed out in a second, you crack pot. I'm sure they could use my help. Wartet mal kurz, da waren gerade da. Ich glaube, ich muss hier mal kurz den Gruppenmodus ausschalten. Okay. Jo, mach's gut, Tibo, und ciao. Bis bald. Hier so kleine, seht ihr das? So kleine Pünktchen, die verfolgen wir mal. Aha, aha. Reparieren erfordert Mechaniker 3. Wir haben doch einen Mechaniker 3 in der Gruppe. Da kommt sie. Das war jetzt nicht das, was ich vorgehabt habe zu machen, aber ist auch gut, schätze ich mal.
Die Mikrowelle geht wieder. Snappin' Jimmy Bob's still standing. Dorsey's or no Dorsey's? You think a little raid would stop snapping Jimmy Bob? No siree. Outshot up the garden real good, didn't you? Guess thanks are in order. If you need to restock, my store is open. Thanks for getting the power hook back up to my microwave. I've got some real treats I couldn't sell without it. Power line must have gotten busted up in the fighting. Auf Wiedersehen. Sure thing. Na gut, ich habe die Mikrowelle wieder zum Laufen gebracht. Er hat uns irgendwie $100 dafür gegeben. Gut, gut. Aber das Museum läuft noch nicht. Das hätte ich mir jetzt echt gerne angeguckt noch. Wo läuft denn das Stromkabel hin? Das läuft da einfach in die Wand und verschwindet dann. Unter den Tresen hier. Unter den Tresen. Unter den Tresen. Ah, vielleicht verfolge ich das in die falsche Richtung. Hinter den Teppich, hinter diesem Glas hier. Aber mit dem Generator hat das nichts zu tun, ne? Der ist nur für die Tür hier zuständig. Aber der Strom hört wirklich hier, aber hier hinten ist nichts, glaube ich. Muss da mal hinlaufen. Ach so, hier kommen wir nicht raus. Lauf mal um das Gebäude rum, ob der Generator vielleicht außen steht. Jetzt habe ich so viel Werbung gemacht, dafür, dass wir jetzt gleich die Backstory der Welt hier erfahren. Nur eben glorifiziert und so. Stupid. Und jetzt geht's nicht. Kann man ja nicht machen. Kommen wir da hin? Düt, düt, Katze. Düt, düt. Ich glaube, hier führt das Kabel hin, ne? Aber hier ist leider nichts. Komisch. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe mir das ja in meinem privaten Savegame, das ich angefangen habe, schon angeguckt hier. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich hier erst irgendwas machen musste. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt jetzt gerade. Das Kabel führt eindeutig hier zu diesem komischen Spiegelding. Dann geht es nicht mehr weiter. Naja, dann kommen wir vielleicht einfach wahrscheinlich, schätze ich mal, später wieder. Ah! Ein mechanischer Adler mit rot-weiß-braunem Zylinder plumpst auf einer rustikalen Stange. Why, hello there! My name's Old Baldy. And this here is the Saul Buchanan Colorado Heritage Museum. Or, as I like to call it, home. Me and my friends here are dedicated to telling the story of old Saul Buchanan and the refounding of the great state of Colorado, which is just the first step in Saul's plan to bring back the good old United States of America. Now, just stroll from stage to stage, and we'll tell you the story along the way. It's as simple as that. Any questions before you go? So, mit dem können wir anscheinend richtig interagieren. Erzähl uns Buchanans Geschichte. Well, I don't want to spoil the show, but it begins with Saul's humble start in this very town. And it follows the trials and tribulations he faced uniting the 100 families, defeating the monster army, and bringing peace and security to Colorado. And in case you were worried, it's suitable for children of all ages. Tierflüsterer. Aha, weil ich Tierflüsterer bin, kann ich jetzt diesen Roboteradler streicheln und sagen, ach komm schon, Baldy, erzähl uns die Geschichte. Stop! Step back! It is against museum rules to fondle the displays. Na gut,
Hat Buchanan dieses Museum hier selbst gebaut? Saul Buchanan is far too modest for such egotistical shenanigans. No, sir. It was the 100 families who built this place as a gracious thank you to the patriarch for all he's done for them. Bist du der amerikanische Adler? Look just like my picture, don't I? Ah, wait a minute. Let me give you my good side. There you go. I gotta admit, though, I'm looking better than I was. Life's been pretty tough on old Baldy since the world went to pot. Lost a lot of feathers. But now that Patriarch Buchanan's rebuilding America, I'm starting to feel like my old self again. Mehr wollte ich gar nicht wissen, danke. Great! Then on with the show! Youngest son of the Buchanan clan. Brave survivors of the fall of man. Baby Saul grew straight like a tree. Could swing a sledgehammer before he was three. Learned to read and write before he could walk. Finished all his schooling before he could talk. Showed all his teachers a thing or two. When he taught them that a fact didn't have to be true. Is Buchanan a man? Oh, boy, what a man! The strongest of men! You can say that again. So, können wir uns jetzt die anderen anschauen? Ja. Well, the Dorseys thought they had a better idea. Believed they could rule by murder and fear. Tried to steal Colorado from our patriarch. But old Saul proved his bite was worse than his bark. Drove out the Dorseys and gave their lands to the poor and the needy and the Indians. Oh, mercy for the merciless was his stance. So he hunted the Dorseys to the very last man. Is Buchanan a man? Oh boy, what a man. The truest of men. You could say that again. Ich glaube, ich hatte, als ich das letzte Mal diese Stelle hier gespielt habe, ungefähr eine Woche lang. Eine Woche lang diesen Ohrwurm, wenn es reicht. Ah, und jetzt wird alles wieder aufgefrischt. Ich höre mich schon wieder in der Küche stehen beim Kochen. There's Buchanan a man. Oh boy, what a man. Ist aber auch catchy. With the families behind him, Saul went to war and fought all the monsters of Satan's bazaar. He lined them all up and he cut them all down till Flab the Inhaler surrendered his crown. Buchanan spared Flab and made him a deal. If your boys work for me, they'll never miss a meal. Flab signed up on the dotted line. Now his monsters keep us safe in the evening time. Is Buchanan a man? Oh boy, what a man. The truest of men. You could say that again. The 100 families came to CEO Springs and all fell to fighting over frivolous things till Saul raised their heads to the circling wings of the vultures who were waiting to dine like kings. He said that the only way to save the land was to bury the hatchet and all shake hands. So they signed the treaty in a single day and begged him to lead them and show them the way. Is Buchanan a man? Oh boy, what a man. The truest of men. You could say that again. Then came the gangs of the eastern plains, hoping to rob us of our worldly gains. Old Saul saw him coming and he rolled up his sleeves. He said, you're all nothing but a pack of thieves.
strong as an ox at 70. He faced down the savages again and again, then drove them back to the desolate east and secured for Colorado an endless peace. Is Buchanan a man? Oh boy, what a man. The truest of men. You could say that again. So, das war die Geschichte von Neu Colorado. Buchanan, der im Grunde eigentlich eigenhändig erst die Monsterarmee und dann die Banditen des Ostens oder welcher Himmelsrichtung auch immer besiegt hat. So war das. Okay, was ist jetzt eigentlich hier los? Was machen wir eigentlich? Wer bin ich? Sheriff Daisy. Genau. Wo ist gleich nochmal Sheriff Daisy? Dir habe ich was zu erzählen. Die Station der Marshalls. Is Buchanan a man? Oh boy, what a man. Wartet mal. Ich gehe falsch. Would you rather Okay. Marshall, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Erstens, ich habe alles geschafft. Zweitens, ich habe alle Gefangenen in mein Lager mitgenommen. Ich hoffe, das ist okay. Here they are. Back from one hell of a shootout at the Little Vegas. Round of applause for the Rangers, Marshals. I hear you keeping Brigo in Ranger lockup, and I won't say I ain't disappointed. I wanted him here. But at least that shitty nightclub is shut down. Now folks will know what'll happen if they lay hands on a Marshal. Your lawkeeper's after my own heart. Around here, we always remember who our friends are. Now, I said I'd owe you a favor if you took care of this for me, and I meant it. Thing is, Delgado owes you, too, big time. So I'm sending him over to your base to manage your armory. He'll take good care of you. Na, schau. Jetzt werden wir hier von den Marshals ausgerüstet. Das ist mir lieber, als von irgendeinem Mafiosi. Thanks again, Rangers. You ever need my help, you know where to rustle me up. Ich dachte ehrlich gesagt, sie ist angepisster, weil ich den Frigo eingesperrt habe bei mir. Ich dachte, die sagt jetzt, ich dachte, ich krieg echt Ärger. Die hat mir beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, schon fast gedroht, finde ich. Aber gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Mit Gideon Race in den Bradmoor Heights sprechen. Hä? Was ist los? Wer? Rekrutiere Personal für das Ranger-Hauptquartier. Ein Gefängniswärter habe ich jetzt nicht, ne? Okay, wie komme ich denn in die Broadmoor Heights? Weil vielleicht ist das noch einer, den ich rekrutieren könnte. Ranger-Hauptquartier, Werkstatt Broadmoor High. Ja, los geht's. Sind das die Unterkünfte? Hätte ich da mit jemandem reden müssen? Oder was ist denn Broadmoor Heights? Ach, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Da waren wir wirklich noch... Oh, es fehlt schon wieder irgendwer. So, jetzt aber los. Stimmt, da waren wir noch gar nicht hier mit unserem Safe Game. Da, wo die betuchteren Mitglieder der Stadt leben. Aber auch das Viertel wurde nicht verschont von den Darcys. Von dem großen Angriff.
Wenn ich das richtig verstehe, waren die Darcys am Anfang auch eine der 100 Familien und waren eigentlich Verbündete. Aber dann ist irgendwas passiert. Come in Team November, Ranger HQ here. A squad of BAMFs rolled up to Ranger HQ, rough mercenary types. Their leader goes by Gary Wolf, claims to be an ex-Ranger. Says he has news for you about your old enemy. Seems like the cutthroat take no prisoner type. Over. Aha. Interessant. BAMFs? Badass motherfuckers. Aha. Machen sie Ärger? That's a negative. Some hurt feelings and broken pottery, maybe. But they appear to be friendlies. Welche alten Feinde meint denn der? No idea. Your guess is as good as mine. Verstanden, Ranger Hauptquartier. Wir kümmern uns drum. We'll be here. Over and out. Okay. Jetzt wartet im Ranger Hauptquartier auch jemand auf uns, der mit uns reden will. Vielleicht machen wir das. Ich wollte sowieso mal ins Ranger Hauptquartier zurückschauen. Aber irgendwie sind da alle, ne, das sind schon alles ziemlich hochlevelige Missionen. Der Verräter, den Aufenthaltsort, was ist das? Liberty Bungeon, die Tochter des Patriarchen. Ach so, ich verstehe, das sind die drei Kinder. Das Level 9 Kind, Level 17 Kind, Level 19 Kind. Okay, dann haben wir hier Gideon Race, der Anführer einer der 100 Familien, hat seine Hilfe als Berater angeboten. Im Gegenzug braucht er unsere Hilfe bei einem Problem, das die Zukunft von Colorado Springs bestimmt. Und das ist hier in dem Gebiet, wo wir jetzt sind. Und das machen wir jetzt auch. Too soon to be back. Da schauen wir uns jetzt einfach mal um. I wish they'd get a younger preacher to come and give sermons. You just want eye candy. Guilty. Ah, die hat einen Namen. Oder der. Miriam. Wahrscheinlich eher eine sie. Eine Frau mittleren Alters murmelt leise vor sich hin, die Bände Hände zum Gebet gefaltet. Als sie bemerkt, dass ihr in der Nähe seid, schaut sie auf und man sieht, wie Tränen über ihre Wangen rollen. Oh, thank God! You're the Westerners, aren't you? The Rangers? Das sind wir. Brauchen Sie unsere Hilfe, ma'am? My husband, my Hardy, was in Aspen when Vic Buchanan raided the town. Vic took him hostage, but there's been no word for weeks. I know it's frightful wicked to hope for the safety of one soul over many, but I beg you, find him. Save him if you can. No need to beg, Mrs. Knox. We have business of our own with Vic Buchanan. If your husband's alive, we'll find him. Die ältere Frau zuckt zusammen, hebt den Kopf wieder und ringt sich ein Lächeln ab. I didn't see you there, Lucia. You're a good girl. Always have been. I'm dreadful sorry for your loss. Lucia nickt daraufhin, schaut aber schnell weg. We have money, Rangers. Even though we don't live fancy like some families do, if you bring my Hardy home safe, we'll donate all we can to your cause. Können Sie uns Ihren Ehemann beschreiben? He's a little on the portly side. Always well dressed, but he likes playing cowboy out on the ranch. Kindest man in the 100 families. That's why I married him. Gehören Sie zu den 100 Familien? Yes, but we're homebodies, and neither of us is very political. We own bison ranches out east, supply Colorado Springs with half its meat. Wir haben dieses alte Tagebuch in unserem Hauptquartier gefunden. Darum geht es um die Familie Knox. Interesse? Let me see who... Allie Blue?
Aunt Dally? My goodness, of course! I'd love to read this! Blue is my maiden name. Back in the old days, the Blues and the Knoxes hated each other. Old Aunt Dally almost shot me when I told her I was gonna marry Hardy. Ah, dann sind Hardy und Miriam hier quasi Romeo und Julia früher gewesen. Nur, dass die dann nicht gestorben sind am Schluss. Also, Happy End. Romeo und Julia. Aber jetzt ist ihr Mann entführt. Also vielleicht, hoffentlich kriegen die noch ein zweites Happy End. Ich würde ihnen wünschen. Always wanted to know what things were like when she was young. Oh, thank you, Rangers. Let me give you something for this. Na gut, wir werden tun, was wir können, Miss Knox. I know you well. Thank you, Rangers. The faithful will float. Priester der letzten Flut. This is a place of respite. Don't forget. Auf jeden Fall. Bingo is at 7 o'clock on Wednesdays. Bring your own wine. Bring your own wine. Man sieht so schlecht, aber er hat eine interessante Frisur für so einen Priester, finde ich. Undercut und hochgestelltes Haar. If you'd like to sign up as a volunteer for next week's annual Praise the Patriarch dinner, please inform Mrs. Radbury. I can't see the preacher. Bewohner. Blessed are the doomsday preppers, for they shall inherit the world. Ein Buch, das Evangelium des Nikolas, Wissensbuch. Ein Auszug aus der Schrift der Heiligen Flut. Garantiert 100% wasserfest und blutresistent. Colorado Springs Wettersturz Cooperated. Gideon Race. Dieser Mann sieht so aus, als würde er maßgeschneidert, eloquentes, elegantes und perfekt gepflegtes aussehen. Was? Er sieht so aus, als würde er irgendwie aussehen. Aha, okay. Ah, you're the Rangers, yes? I'm most pleased to see you. I'm Gideon Reyes. Uncle Gideon, you heard about my family? I did, Sabrina. And I'm so sorry. You know you always have a place in my house, for as long as you need. I know. And I am grateful. But I have a place with these Rangers now. We mean to see justice done for my family. Is that so, Rangers? So ist es. Ihre Nichte wurde zum Ranger ernannt. She was always an impressive girl. My sister would be proud of her. Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass alle, fast alle Ranger bis auf zwei tot sind und insofern. Aber nee, ist schon okay. Now, I expect you're here about my call. There is a situation in Colorado Springs that requires a delicate touch. But first, you need to know the truth about this city. Colorado Springs isn't as prosperous as it pretends. We can barely feed our existing population, and now smugglers are bringing refugees into the city every day. I've asked the Patriarch to chase off these smugglers, but he says the crisis with the Dorseys and his children have left the Marshals spread too thin. It seems he'd rather just have Sheriff Daisy keep putting refugees in the pillories, rather than stopping the tide at its source. It's infuriating. And that is why I've called you. So, klingt so, als ob die Politik des Patriarchen das Problem ist. Warum sollten die Flüchtlinge darunter leiden? Wo kommen die ganzen Flüchtlinge her? Ich hoffe, das kann ich auch noch fragen, aber ja, genau, okay. Es klingt so, als wäre die Politik des Patriarchen das Problem. Was haben wir denn noch? Wenn den Patriarchen diese Schleuser egal sind, erledigen wir das. Nee. Erwarten Sie von uns, dass wir es zum Wohl der Allgemeinheit tun? Na gut, klingt so, als ob die Politik des Patriarchen an dem Problem schuld ist. Warum sollten die Flüchtlinge darunter leiden? You're right, Rangers. I am suggesting you to treat the symptom rather than the cause. But that is because the symptom is about to overwhelm us,
and the cause. Well, it is very difficult to change the patriarch's mind. And if it can't be done, the alternative would be changing the regime. Hello, Felix. Which, even for those who have wanted it most, has seemed impossible. Thus, we must address things that are possible, like discouraging smugglers from bringing refugees to the city. Also, das ist nicht wirklich eine Problemlösung, was du hier vorschlägst. Wo kommen die ganzen Flüchtlinge denn her? The plains, mostly. After the Patriarch defeated the Eastern Gangs, people started settling out there, thinking it was safe. Now the gangs have returned, and all the homesteaders are fleeing back to Colorado Springs. Also, schlagen Sie einen Regierungswechsel vor. Don't put words in my mouth, Rangers. I'm not suggesting anything. I'm merely stating realities. My loyalty to the Patriarch goes without saying. But let's save any talk of politics until after this refugee crisis is dealt with. Are you willing to help me or not? Naja, gut, keine Ahnung, ich habe eh keine Wahl. Dann schauen wir uns die Sache mal an. Wir werden Sie uns dafür bezahlen? Oh, of course. And not just in money. I do a lot of business with the local Arapaho Garage. And I can get them to provide you with mechanics to service your vehicle. They always have the best. And I'll pay for everything. Aha, dann kriegen wir einen Mechaniker, $100 und einen Monokel. Das klingt nach einem Deal. Na gut, wir sehen uns das für Sie an. Thank you. I'm told the smugglers are operating out of the bazaar, a trader's market east of Colorado Springs. When you find them, well, do what you can. Convince them to take the refugees elsewhere. Convince them to stop entirely. Arrest them. I just want this problem to go away. Thank you for agreeing to help. You are doing Colorado Springs a great service. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, Gideon Race, aber nachdem der letzte Angriff der Darcys eure Bevölkerung irgendwie halbiert hat, habt ihr theoretisch echt viel Platz, oder? Ich meine ja nur. Goodbye. And Mrs. Putnam is still looking for her cat. Gibt bestimmt verschiedene Lösungsansätze. Very affectionate answers to the name June. Da ist ein Cyborg-Huhn. Überall sind Cyborg-Hühner. Warum? Ich kann die Tür nicht öffnen, weil sie Elektrizität erfordert. Naja. Wartet mal, was ist das? Aha! Elektrizität. Cyborghühn, drahtig und muskulös, mehr Raubvogel als Geflügel. Dieses kybernetisch verbesserte Huhn hinterlässt einen ungewöhnlichen, bedrohlichen Eindruck. Es schreitet und streift herum, offensichtlich unzufrieden über eure Anwesenheit. Kaltes Starren. Tierflüsterer 4. Einreihen, Soldat, du bist jetzt ein Ranger. Es zögert nicht. Das Huhn verfällt in einen kurvenreichen Kreuzschritt. Auf jedem Zentimeter ein ausgebildeter Krieger. Ja, Moment mal, ich hab doch schon Huhn. Ich kann doch nicht zwei Cyborg-Hühner haben. Oh, warte mal. Ich hab jetzt... Wie viele Tiere kann ich denn rekrutieren? Ich hab jetzt Major Tomcat und zwei Cyborg-Hühner. Oh mein Gott, wir kriegen so eine krasse Cyborg-Huhn-Armee. Das ist der Hammer. Okay. Verhandlung und Akkord. Sehr schön. Arschkriecher permanent um 1 erhöhen. Wie man sich vor Gericht gezogen... Was? Nochmal? Bitte? Wie man nicht vor Gericht gezogen wird, selbst wenn man es war. Ein Molotov-Cocktail. Ein
Straßenkrieger. Das ist eine stumpfe Waffe. Da könnte man mal gucken, ob das vielleicht was für Idolen ist. Und ein legierter Lauf, ein Waffenmod. Ach, wenn dieses Modden nicht so umständlich wäre. Ich würde auch gern mal gucken wegen den Rüstungen, die wir modden könnten schon. So they killed the Wessons. The Schumer verklebt. Sophia Gutierrez too. And her kids. The patriarch said the Dorseys were dead. He was either lying or incompetent. Which is it? A lot of people have been asking. So, da reden die Bewohner. Die Dinobots sehen ja echt voll aus wie Johnny Nummer 5. Das finde ich sympathisch. Nummer 5 lebt. It feels so empty now. Even when Pa and Ma were traveling, they were here. Their spirits filled the place. Now, they do not. Hallo, Chris. Der wurde dir geschenkt, der Sub. Von, ich weiß es nicht mehr, von Crusader oder... Wer war's denn? Ich weiß es nicht mehr. Ah doch, genau, von Crusader war's. Ach und hallo, Palabirne. Ich habe euch ganz übersehen, tut mir sehr leid. Anscheinend sind wir hier in Lucias altem Elternhaus. Okay, sie hat gesagt, I don't mind. Gut, ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass sie sagt, oh bitte lasst meine Sachen in Ruhe, so ungefähr. Dann hätte es mir jetzt leid getan, es war schon zu spät. Aber passt schon. Percival Wessons Aufnahme. Dieses unbeschriftete Band enthält eine Aufnahme von Percival Wesson während des Dorsey-Angriffs. My dearest Lucia, I pray this message finds its way to you, as it is the last I am ever likely to give. Whatever becomes of us must blame yourself. I know you would have wanted to be here at the end, but I am glad you are not. Open the door, Wesson! Time to face justice! Your mother and I love you very much, and we are so proud of what you have become. You are destined for great things, Miss Lucia Wesson. I regret that I shall not live to... Ich finde auch, ich weiß nicht, ob sie das jetzt unbedingt tattooen müssen. Damn Dorseys weren't content to rip everything up. They had to toss the furniture around too. Animals. Couldn't even leave my memories of this place alone. Hinter die Trümmer schauen. Es ist dunkel, aber man kann zertrümmerte Holzreste und zersplitterte Türen erkennen. Es sieht nicht so aus, als hätten die Angreifer viel zurückgelassen. No point looking back there. It's smashed up even worse. And the Dorseys took everything worth stealing. Ich schätze mal, das sind die gleichen Trümmer, Mama oder? Used to love sitting in here. She'd be ashamed of the mess it's in now. Achso, die Kiste, die Waffenkiste könnte knacken. Eine Coachflinte. Eine automatische Schrubflinte. Nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Naja, okay. Noch eine Waffenkiste. Okay, ich muss mal schnell speichern, weil das mit dem Fallen in dem Spiel ist immer so eine Sache. Da laufen dann die doofen NPCs wieder rein und dann ist wieder doof. So, wie entschärfe ich jetzt die Falle hier? Zieh sie doch. Wow. Daddy really didn't want any Dorseys to muck around with his cooking supplies. Stolperdraht entschärft. So, hier haben wir noch verschiedene Minen. Oh, Bomben entschärfen. Sprengstoff 6 haben wir gar nicht. Das geht nicht gut aus, lauft. Okay, gut. Ist nochmal gut ausgegangen. Mist, wir haben noch keine... Oh, na super. Ich wollte gerade sagen, unser Bombenentschärf-Skill ist noch nicht gut genug. Wir haben ein paar Level-Ups, aber ich glaube... Wer ist denn unser Sprengmeister?
Ah, hier. Fallen Crusader könnten wir zumindest auf 4 erhöhen. Ist aber, glaube ich, immer noch nicht hoch genug. Ah, wir können es sogar noch auf 5 erhöhen. Schauen wir mal, ob das vielleicht schon reicht. Jawohl. Sieht schon besser aus. Toaster reparieren. Los geht's. Yes, Toaster erfolgreich repariert. Goldisoliertes Netzkabel. Ein gummiertes Goldkabel, mit dem man einen Toaster an eine Stromquelle anschließen könnte. Preis $1000. Genial. So, was haben wir hier noch? Plasmakapsel, Rüstungsmod für die Brust, Panzerung und Heilrate. Und ein bisschen Geld. Ein goldenes... Ah nein, die eine Mine hat tatsächlich Sprengstoffkenntnisse 6 erfordert. Das ist ja krass. Haben wir nicht. Ach, na super. Das wollte ich nicht. Warte mal, ich glaube, es hat einen Huhn erwischt, oder? Ja, das geht nicht. Alles wäre okay, aber das nicht. Spiel an. Nicht meine Cyborg-Hühner. Das geht zu weit. Irgendwo ist Schluss mit lustig. Bei mir ist bei Cyberkühnern Schluss. Moment mal, hä? Falsch, Safe Game. Das ganz oberste war komischerweise nicht das neueste. Seltsam. Daddy really didn't want any Dorseys to muck around with his cooking supplies. Okay, ich habe nämlich eine Idee. Alle... Warte mal, jetzt haben wir doch nur einen Cyborg-Huhn dabei, oder? Anscheinend. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich schon gewundert, dass das geht. Ich habe es mir schon gedacht. Kann nämlich gar nicht so viel dabei haben. Tier, Begleiter. So, Sprengstoff reicht aber leider halt trotzdem jetzt nicht für die eine Mine. Aber wenigstens geht jetzt mal hier nur unser Bombenentschärfer alleine rein. Kann schon mal nicht mehr so viel schief gehen. So. Alkoholkiste. Booster reparieren wir nachher. Und um die machen wir jetzt einfach einen Bogen. Müssen wir gar nicht unbedingt entschärfen, nämlich. Einfach nicht drauf treten ist hier der Trick. So, reparieren wir den Toaster nochmal für das goldene Toasterkabel. Oh, diesmal kriegen wir was anderes. Cool, das goldene Kabel haben wir wiederbekommen, aber ein Instant Disco Bot. Es ist schade, dass er keinen Platz für ein Kassettendeck hat. Die könnte auf Partys beliebt sein. Setzt einen Disco-Bot frei, der dir folgt und im Kampf hilft. Zerstört sich selbst, wenn der Kampf vorbei ist. Okay, und noch mehr Maschinengewehrtürme. Das ist super. Da ist der Loot jetzt aber deutlich besser gewesen, finde ich, als vorher. Na gut, haben wir das Haus geplündert. Sehr schön. Na schön, dann würde ich eh sagen, dass wir jetzt für heute Schluss machen. Spiel speichern, 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 speichern. So, schön
dass ihr mit dabei wart. Hab mich sehr gefreut. Danke an alle, die live jetzt hier im Chat mit dabei waren, die live auf Twitch mit dabei waren. Danke für die Bits, die Spenden, für alles. Und danke auch an alle, die das jetzt auf YouTube nachträglich sehen. Danke fürs Zusehen und hoffentlich, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, gute Nacht, macht's gut. Tschüss.